Danke, Chat. So. Guten Abend, Gamescom! Guten Abend, Jeff! Hä, der spricht Deutsch? Der kann ja, Deutsch. Ich glaube, so viel wie ich bin ein Berliner kann er. Alter, die Menge geht ab. Er hat schon zweimal gelobt. Guten Abend, Gamescom! Kölnmesse. And hello to everyone watching around the world. This is opening night live from beautiful Cologne, Millions. Germany. And we have mindestens. Our biggest live ja, doch, Millionen. Of fans ever. Ganze 89.000 bei YouTube zumindest. Also schon so schon. So Millions ist so ein Stück. Aber ist ja auch VOD nachher, ne? Hä, so, bin ich immer noch hinterher? Nee. Ich bin wieder zurückgesprungen, GTA 6 zeigt direkt als Opener. Ja, GTA 6 hat gezeigt. Alter, wie geil. LOL! Es gibt vier Charaktere bei GTA 6? Alter, ist das sick. Das ist ja neu. Peter, kannst du es sehen? Ich lehne mich mal zurück, ja. Zwei Stunden geht das, Peter. Freunde, da bin ich sehr gespannt. Ja. Also es wird natürlich, es ist ja auch alles schon geschrieben worden, zu welchem Spiel was gezeigt wird. Habe ich mir natürlich nicht angeguckt. Indiana Jones, Dune to Civilization, Call of Duty to Marvel Rivals, the most anticipated games will be on stage tonight, because they wanted to be here with you guys at Gamescom. And I am so honored and grateful to have the opportunity to present these games to you. Okay, jetzt hat er gerade nochmal auf den Klatschen gewartet. Sehr gut, Jeff! Du bist honored! So Gamescom, sind Sie bereit für die World Premiere? Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit, Jeff! I tried it! Achso, Moment. Alright, here's our first World Premiere, a brand new game announcement. This one hasn't leaked and it's exclusive right here. Du musst in Deutschland immer aufpassen, wenn du auf einer Bühne Sachen schreist. So, was könnt jetzt? Not actual gameplay. Ist oh, doch das schon Sift. Wieder. Oh, es ist instant Sif! Es ist Sif direkt! Oh, da muss ich. Da muss ja, okay, ich dass das jetzt nicht actual gameplay ist. Nee, ist doch nicht Sif. Geschenkt. Nee, ist Gearbox. Das ist. Borderlands! Ja, oder? Borderlands, das ist Lilith! Das sieht aus Lilith wie Tribute ist von Panem. Es ist Tribute von Panem. Weiß ich nicht, was ist das? Das sieht nach Borderlands aus. Von wem war dem Darksiders? Jo, stimmt. THQ. Ich wollte sagen, das ist Borderlands, Leute. Ja, ich meine, Gearbox macht mehr als nur Borderlands, aber... Naja. Doch, das ist Borderlands, das hast du da genau gesehen. Das ist wirklich nicht machen nur noch Gears. Oder das ist ein Roguelike, oder? Achso, nee. Also, das machen die nicht mehr, oder? Ich muss sagen, bei Borderlands muss ich immer an die E3-Präsentation denken, wo damals diese Videodatei nicht gestartet werden konnte. Lol, eine Maske. Ja, wo könnte die, was könnte das nur sein? Ja, oh. Lol, Overwatch! Ah, nee. Oh mein Gott. Es ist doch Borderlands 4. Geil! Cool. Krass. Borderlands 3 war cool. Ja. Naja, boring, ne? Na Quatsch. Das haben wir durchgespielt. Nice. Ja, Borderlands 4 haben wir schon durchgespielt? Ja. Alle, glaube ich, durchgespielt. There you go. All right. That's right. Borderlands 4. Ich finde, so ein man weiß schon alles über die Story bei dem Trailer, aber mega. Ja, finde ich auch. Also, Grid Roboter. Die wollen wirklich ein Atmos-Mikro für die Halle. Da hört sich an, als wenn keiner klatschen würde. Ja, wobei, also, jetzt geht's konfig. Du hast zumindest schon mal einen Titel, der angekündigt wurde auf der Gamescom. Ist doch schon mal cool. Ja. Ja. Black Ops Redemption. Die Pause war eine Sekunde zu lang. Blockbuster Action, where players question everything and trust no one. It features an all-new campaign with 16 new multiplayer maps. Ich würde jetzt so gerne einfach den Knopf drücken, aber das ist wieder disrespectful. Brand new zombies experiences on warum day jetzt? Sieht doch einfach nur, warte, ich weiß gar nicht, was die haben. Ja, gehen, oder? Viele neue Maps. Nein, die sollen nicht reden. Nein. On August 28. Oktober 25. Ich will mehr sehen. You'll ich will be able das sehen. To join the MP du siehst doch gerade, was. Das ist gerade das Bad. Wir erzählen dir auch yourself. Gleich, ab wann du die Beta früher spielen kannst. Das heißt, dieses Jahr... Zwei Stunden, die wir ja haben. Stand da gerade 25? Das heißt, dieses Jahr kein Call of Duty? Doch, da stand 25. Oktober. Achso, 25. Oktober. Ach ja. Aber die Beta geht ja auch... Lol, wisst ihr da, wo ihr oder wir da sind? Ja. Richtig schön. You're joined by legendary characters Frank Woods, the Grizzled Vet, and Russell Adler, the ultimate gesagt, wild card. Die Beta müsste ja auch bald schon sein. Together with new allies, stimmt, ja. Troy Marshall and Jane Harrow,
and unbound by normal rules of engagement, you'll unravel a mind-bending conspiracy. A mind-bending conspiracy. In the mission we're about to show you, our rogue team has targeted a senator attending a political fundraiser in order to gain access to a top-secret black site underneath Washington, D.C. This is Most Wanted. Most Wanted? Warte mal. Jetzt stell dir mal vor, Black Ops wäre so eine Geschichte, wo du einfach nur eine Family hast, die irgendwie im Park spazieren geht. Das würde mich weghauen. Ja, wir gucken jetzt Need for Speed. Das wäre insane. Da rechnet keiner mit, aber jetzt hier die Conspiracy Nummer 25. Er hat Schmerzen an den Eiern, glaube ich. Sometimes I surprise even myself. Er ist halt eine engere Hose, ne? Die hat er ja geklaut von den Typen, die da liegen. Also war das aber, also wenn das gut inszeniert und gemacht ist, richtig das cool. Bill Clinton, Link. Das ist Bill Clinton, aber wirklich Billy Boy. Oh, da sind ja ein paar Bekannte. Wer ist das denn? Hillary? Take your pick. Ist das jetzt ein Klauspiel? Ja, ja, das wird so ein Conspiration Game, oder erklärt. Black man in the Senate. Richtig, Klau, geiler Klau. Can't beat the classics. Alter, die hat ja nur ein BH. Sextape. Lee Grisham, Head of Security for All Dream Energy. Grisham might be our way to McKenna. Gott. Blöde. Aua! Erstmal ein Foto machen. Ich glaube, wir spielen EOS Andi. Ja, stimmt. Wir spielen EOS Andi. Wir machen unseren Fancy Fire Kalender schon fertig hier. In-game. Ist das geil. Lol, so kommt man da jetzt rein, oder was? Ja, so läuft dann nämlich. Peter, fängst du jetzt an, in solchen Sci-Fi-Sachen die Realität zu retten? Nee, aber hier erste Wendung, ist schon alles tot. They dropped me during shift change. Knew our schedule somehow. Started shooting. Ja, Chat muss ich auch sagen. Also, da liegt aber auch teilweise an der Übertragung. Das war Will Smith? Die Übertragung oder Eddie ist halt Murphy? Für uns nur in 1080p, also deswegen liegt das ein bisschen wie PS4-Grafik. Mhm, das stimmt. Ich bin da ganz froh gerade drin. Go, go. Das nicht fair ist. Ja, nee, scheiße für euch, aber jetzt kommt gleich gerade. Es sieht ja wieder ganz gut aus. Du könntest ja wählen, so sagen. Ich glaube, Bram freut sich schon, die Kampagne dann durchzuspielen in zwei super hart. Auf Subs. Oh, Junge, voll brutal. So klar, warum nicht? Wird wieder eine leckere, wie gesagt, leckere zwei Stunden. Das ist okay, wenn er nicht immer so ewig dauert. Ich wollte gerade sagen, das muss ja die letzte nicht vier Stunden lang und das war natürlich mega kacke, weil es wirklich kurz war. Nee, das war nicht mega kacke, weil das wirklich kurz war. Das war mega kacke, weil die Kampagne mega kacke war. Achso, okay. Okay, ich glaube, die haben da gerade einen rekrutiert, den man kennt vielleicht. Ja. LOL, Fallout! Es ist Fallout. Das ist zu reingepasst. Das sind doch die Anzüge. Wisst ihr, woran mich das jetzt erinnert? Das ist, Call of Duty. Nee, wie heißt es nochmal das Ubisoft-Spiel von, was Third Person war? The Division. The Division. Ja, Division. Schau, Peter, der kann mit der Minigun nicht durch so einen Tisch da durchschießen. Voll unrealistisch. Alter, Perfect Heist! Perfect Heist! Nein. Der Perfect Heist in der Grafik vor. Aber die gab's doch in die CSP-Spiel. Ja, ja, die ganzen Decks auch früher schon. Ja, ja, aber trotzdem. Den Juggernaut hätten wir auch so wegmachen können. Der Vollmantel geschoss, rein da. Aber wenn das so cool inszeniert ist und so, also gerade diese Spy-Geschichte, die am Anfang gezeigt haben, ohne die Ballerei, das war schon cool. Bin ich voll bei dir, finde ich auch geil. Also ich hoffe, das ist halt nicht nur so ein Part, der 10 Minuten geht und dann war es das. So lange wie der Trailer, du hast gerade alles gesehen. Ja, das wäre halt... Ich zeige aber die ganze Kampagne von Anfang bis Ende. Ja, sowas wäre halt cool. Also ein bisschen Ballern, ja, cool, aber... Wer ist der Typ, den wir befreit haben? Peter in cool? Ich hätte gerne, also tatsächlich, ich bin nicht so der Fan von Remakes, aber so ein Golden Eye Remake, allerdings mit so modernen Kram wäre auch geil. Jawohl. Normaler Grab. Würde ich auch bringen. Ja, easy. Ja. Und den fange ich auch noch. Den Peter in cool. Das ist doch Brad Pitt, oder? Laut Chat heißt der Adler. Das ist Peter in, ja, der heißt auch Adler. Ja, der sagt ja auch Adler. Achso. Also, das ist Adler, I got you.
Er sieht wirklich aus wie Brad Pitt. Ja, der ist schwerer als man denkt. Peter. Aber die Hoffnung ist, dass die Plan B haben. Let's get moving. Ich hab verstanden Plan B und dachte so, hä, kann das bald? Ja. Ich hoffe, man kann auch Monica Lewinsky bangen. Wie geil also ist, dass der da oben Bill Clinton ist und ja, du alles wegballerst. Da, also wo man ein bisschen drauf achten kann, sind tatsächlich die Spielerbewegungen. Das waren ja neue Features, die sie in dem Teil da machen. Also, dass du, gerade wenn du rutscht, kriechst und so, dass dein Charakter dann irgendwie auch vernünftige Bewegungen macht. Das weiß ich noch, das haben wir gesehen. Es gibt einen Schocker, einen Elektroschocker. Es sieht schon schön aus, ne, das Spiel. Ja, ja. Achso, du bist ja die ganze Zeit Foto von Bill Clinton. Das finde ich am besten. Und gibt boah, das heißt, in aber Call of Duty Black Ops 8 also können wir dann Trump spielen? Ja, gegen quasi. Trump spielen? Oder mit Trump spielen? Ja, oder ich will gegen. Also wieso hat er nicht eine Granate geworfen, sondern eine Explosionsmesser? Ja, nein, das Messer sieht cooler aus. Außerdem kann man das steuern, das Messer. Das ist wie ein Batarang. Ja. Aber der hat das nicht gesteuert, der hat das doch einfach nur geschmissen. Nee, der hat das doch in der Luft gesteuert, oder? Nee, das war die Kamera, die so mitgemoved ist. Wieso? Oh! Geil. Das wollte der Most Wanted, Sepp. Also, hä? Das ist doch geil. Ja, Bullet Time. Bullet Time macht alles besser. Der zielt ja nicht mal. Wo schießt du hin? Mit so einer Pistole triffst du doch gar nichts. Achso. Er ja, wurde gesteuert, sagt der Chat. Das sehe ich auch so. Ey, kann das sein, dass die Michael Bay diesmal engagiert haben? Diesmal? Wir reden hier von ja. COD, was? Sonst ist das nie so. Ja. Nee, ja. Oder? Sonst war das eher wie Tarkov. Ah. Cool. Sonst war das wie Tarkov. 1 zu 1. Habt ihr Hand schon aufgenommen? Also ich hab da schon Bock drauf. So eine 6-Stunden-Kampagne, die ordentlich röttelt, da wäre ich am Stissel. Ja. Ich glaub, das sieht wirklich cool aus. Also ja. Ich fand auch den letzten Multiplayer ganz cool. Ich habe auch auf den Multiplayer wieder Bock. Ich auch. Ja, der muss jetzt einmal einen lange halten. Leute, was ist da los mit euch? Nein, die haben keine Hallenmikro. Wisst ihr, was das Problem ist? Influencer raus von der Opening Night Live so nennen. Generell von der Gamescom. Die haben kein offenes Mic. Das ist der Punkt. Die sind voll abgegangen gerade. Da hat niemand geklatscht. Du hast doch gesehen. Influencer raus aus der Opening Night Live ist schon da jetzt klatschen. Jetzt siehst du das auch. Aber davor ach, was soll das denn? Ich werde schon wieder zurückgespult hier. Sie. Ah, das ist E4. Stox, E4. Das ist E4. Asjox heißt die. Da ist doch so E4 eine Vorteile, ja genau. Da ist Shox. Die redet so schnell. Also die kündigt jetzt Counter-Strike 3 an. Ja. Geil, direkt von der Lanxess-Arena darüber gelaufen. Ich wollte gerade sagen, die sollen jetzt mal CS2 hinkriegen. Nee, reicht ja jetzt. Genug probiert. Naja. Dear future me, I hope you are happy. Ja, da brichst du erstmal Steißbein. Ja, Leute, wir haben heute gelernt, Kinder stören, also die will ich nicht sehen. Ja. Das ist die Gamescom? Wo sind die Schlangen? Wo ist das tolle Essen? Da waren Schlangen. Wo ist die Menschenmenge vor dem Influencer-Parking? Ich werde immer wieder zurückgespult. Ich raste komplett aus. Ich muss jetzt hier mal F5. Herr Peter, selbst mein Handy-Internet funktioniert gerade besser. Was ist ja, da los? Es nervt mich komplett. Welchen Fun-Trailer? Fleck, das passiert, glaube ich, mit Ziff im Laufe des Abends. Gegen was ist das denn? Cash Grab. Was ist das denn? Was ist das denn? Lol. Die Grafik sieht mal ganz weirdo aus. Okay, ich habe jetzt einfach ein Standbild. Auch geil. Alter, ich raste aus. Wer ist das? Hast du einen anderen Browser probiert, Peter? Muss ich jetzt ja, völlig ausrasten? Was ist das? Ist es Warcraft? Das ist Warcraft. Ja. Lol. Ja, das ist Arthas. Das ist Arthas. Ja. We will be right back, Chat. Ah, das ist Skyrim. Okay. Das ist vielleicht einfach nur so ein Zusammenschnitt. Ja, ich glaube auch. Ja, ist nichts Relevantes bestimmt. Nee, das ist nicht so relevant. Wir verpassen nichts Wichtiges, Chat. GTA 6! Was GTA? Oh, welches? Wirklich GTA am Start. Was San Andreas? Ja, das hab ich auch gedacht. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht, was wir da gerade sehen. Das ist irgendeine Compilation. Ein Fieberraum. Drogen.
Ist schon hier die, die Crazy Präsentation? Wie heißt die denn immer? PC Game? Nee. Oh ja, das hier, ist Gordon Freeman hinter und die kündigen Half-Life 3 an. Das ist Diablo. Habt ihr Diablo auch den Typen von oben gerade geschossen, wie der da drüber läuft? Ja. Jetzt ja. Füße von einem Ziegel. Genau. Ja, Devolver Digital, danke Chat. Wir gucken schon Devolver Digital, glaube ich. Wir gucken Füße von Ziegel. Es ist der erste FC Köln, es ist Hennes. Könnte doch wirklich Goat Simulator sein. Oh mein Gott, das ist aua. Goat Simulator. 4? Ja. Könnte alles noch sein. Nee, ja. Nee, ist das neue DLC? Ne? Ja. Also okay, das war einer der missliebigsten Trailer, aber war lustig. Goat Simulator Remastered? Aber 3 ist doch... Ja, Nostalgie-Kick bei mir halt auch halt rein, ne? Also. In my opinion, that looked like the goat of all remasters. Okay, okay. Ich glaube, da sind wirklich nicht viele am Klatschen. Ja, meinst du? Die mussten doch sogar bei den Olympischen Spielen haben die hier Fake-Klatschen eingespielt aus dem Stadion. Da gibt's Videos. Das könnte man immer machen. And our very own Gamescom Studio is here with all day coverage ja, of the event. So ein Schild mit Applaus Gamescom Studios im Fernsehen. Beatstrack 1. Sie kriegen uns sonst nicht hin. Ja. Now, we have some news on Persona 3 Reload and its next oh, Persona 3 Reload. Das aber warte, warte, warte. Was ist Persona 3 Reload? Ist das der Remake? Ah, das DLC. Das ist aber wirklich undankbar, was die arme Frau ankündigen muss, ne? Es gibt vorher Call of Duty und Borderlands ja, anscheinend. Was muss, also die darf bei der OLL auf der Bühne stehen, ist vorbei. Oh, guck mal, so gibt's ein DLC für ein Remake. Neuer Tower. Okay, kurz trinken wollen. Das ist der Teil, den du durchgespielt hast, Peter? Nee, ich habe gar keinen durchgespielt. Achso, welchen? Aber hast du den oder 5 gespielt? 5 habe ich ganz. Das ist aber doch 5. Das ist 3. Aber das ist der Typ aus 5. Ja, aber das ist 3 Reload. Das habe ich verstanden, aber wieso ist das der Typ aus 5? Da Episode P3 AGIG. Ich konnte nicht mal lesen, was da steht. Next up, we have another new game announcement for you right here, exclusively at Gamescom Opening Night Live. Ja, nehmen wir. Exclusively ist immer gut. Oh, ist es Metal Gear Solid? Metal Gear Solid? Ja. It is, glaube ich, Metal Gear Solid. Was? Das haben sie schon angekündigt. Das war ein Moment, wo wir damals so dumm geguckt haben. It is Tagline, Freunde. Das sind die Dead Island machen. Das sah aber super ähnlich aus, ne? Echt? Ja, aber das sieht schlechter aus. Was da? Ja, das Gras da sieht schlechter aus. Oh, es ist ein so ein böses Ich-fresse-fünf-Typen-Spiel. Oh, das ist Evolve, meinst du? Es ist wieder God Simulator, sagt der Chat. Das ist ja gut, oder? Bloody hell. Das ist jetzt Bigfoot 2, oder? Wie hieß das Spiel, was wir gezockt haben? Ja, Bigfoot. Wait, Zombies? Nee. Nee, die sind einfach nur kaputt gemacht worden, die Leute. Ja, das gefällt mir. Ich hätte mal wieder Bock auf ein Alien vs. Predator Spiel, wenn das da nicht indiziert ist. Sieht wirklich aus wie so ein asynchrones Ding, ist oder? Auch. Left Mega, sowas brauchen wir. 3. Chat, das Ding ist Wolf-Team, Alter. So gut sieht das nicht aus. Aber Wolf-Team mit U wurde auch teilweise geschrieben. Das fand ich very funny. You might unleash the beast. Das ist doch Dying Light. Jo, es ist Dying Light. Auf jeden Fall, ja. Oh, da habe ich DLC? Auch schwierige 50 Stunden rum. Ja, wahrscheinlich DLC dann, ne? Schwierige 50 Stunden. Ja, und ich bin noch nicht ansatzweise Richtung Ende gekommen. Okay. Schon wieder ganz geil aus, ne? Das war auch cool, oder ist? Konnte man da schon immer Autos drin fahren? Also im zweiten Teil, Christian? Dying Light the Beast. Ist das ein DLC oder ein Spiel? Wieso ist das Dying Light the Beast? Und ja, klingt dann wie ein eigenes Spiel und nicht wie ein DLC. Ja, oder halt Dying Light the Beast, weißt du? Das ist auch noch. In the Dying Light World with 20 hours of gameplay, a new open world region and more in Dying Light the Beast.
Cool. Hä? Also Standalone? Standalone, ja. Standalone. 20 Stunden? Nur 20 Stunden. Ist okay. Ja, also über wenig zu tun kannst du dich bei Dying Light nicht beschweren. Stimmt, also Wukong hat echt einen insane Start hingelegt, muss ich sagen. Ja, dafür, dass die Wertungen dafür halt nicht so krass sind, ist das insane. Also das meistgespielte Spiel ever. Wukong? Singleplayer. Echt? Auf Steam, ja. Hab ich nicht mitbekommen. Ist richtig eingeschlagen. Ja, ich hab's auch schon runtergeladen. Ich will's auch zocken. Ja gut, Thea, wie hieß es? Lies of Thieves war jetzt ja auch nicht so schlecht, ne? Lies of Thieves. Das wird heute Abend noch mal ganz kurz angezockt, auf jeden Fall. Haben wir den Controller, Bram, ne? Genau, das ist absolut nicht. Den habe ich bei Dalu, glaube ich, gesehen heute. Er ist ja daran gescheitert. Ich möchte dann auch erstmal damit das Spiel unterhalten. Mich... Da wird das gespielt heute mit Krass. Deiner. Hm. Wichtig ist, dass während man das spielt, man über Nacktheit redet. Okay. Na dann. Na, sieht doch gut aus. Oh, du spielst. Du kannst dich verwandeln? Ja. Oh, Pinocchio. Wait, der Affe verwandelt sich in Fuchs? Nee, Meister Splinter. Eine Ratte? Ja. Das sieht aber wirklich sehr cool aus. Erinnert ein bisschen an Neo auch. Warum hat er denn so schlechte Bewertungen? Ihr habt das gar nicht ja mitbekommen. Er hat keine schlechten Bewertungen. Hat 82% oder so bekommen. Genau, das hat gute Bewertungen, aber jetzt halt nicht die krassen, wo man sagen würde, Mensch, guck mal, das ist jetzt das meistgespielte Spiel. Genau, ist halt nicht der Elden Ring Killer. Insane sein. Ja, doch. Also von den Spielerzahlen. Ja, genau. Also die Spielerzahlen sind ja. Ja, ja, klar, mal, von den Spielerzahlen ja schon. Ich meinte von den Wertungen her. Ja, 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 stimmt. Das ja, weiß ich, was das ist. Das ist Game, Alter. Das sehe ich den auch. Naja, auf jeden Fall. Hier. Das haben wir doch schon mal gespielt. So ein Schmoku und so. Das können wir noch nicht gespielt haben. Da kommt jetzt noch raus. Ja, aber den vorigen Teil, der war doch genauso. Ja, das ändert sich alles. Das ändert sich hier. Komplett anders. Guck mal, da war auch ein Affe. Ja, natürlich. Nee, das ist. Hey, ja, Sommer, Super Saiyajin. Das war gar nicht so schlecht, Peter. Das war wirklich, hey. Der war richtig das gut, kannst du Japanisch? Gut, da war Judas kennt bald die Hälfte der Charaktere. Warte mal, ich hab doch so ein Spiel. Dragon Ball. Was ist dein Lieblingscharakter? Oder Fighter Z haben wir doch gespielt. Herr der Schildkröten findet er cool. Aber ist jetzt Sparkling, Junge. Den notgeilen Lustbock, ja, ey. Geil. Den finde ich cool. Was sind das denn alles für Infos in einer Sekunde? Ja, vor allen Dingen die Szenen finde ich immer sehr schön, die danach vertont sind, wenn du dir dann den Untertitel von Japanisch anguckst. Weil boah, das ist das Schlimmste, Alter, ey. Wenn er da an den Hosen von Bulma schnüffelt und so, ey, Alter. Ah! King of Meat. Sehr gut. Oh, Celebrity Deathmatch, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Was bin ich sehend, Alter? Ich versteh's auch nicht. Die Volva, die das ist Nein, das ist ja, egal wie oft das sagt, wir werden jetzt die UNL nicht runterstufen zu Digital Digital 2. Wieso runterstufen? Ich fand die eigentlich immer ganz cool. Die hat einen Knochen in ihr. Ja, also Bojolono, das ist dann halt persönliche Präferenz. Die Games, die bisher gezeigt worden sind, da ist schon echt eine Menge coole Sachen auch eingegangen. Ja, finde ich auch. Ja. Also bisher finde ich auch geil. Warte, dann warte mal, war das ein Pippen? Ich sehe gerade, wie Gethmar nach vorne rutscht und einen Kugelschreiber zückt und erst auf seinen Notizblock gerade schreibt. Four-Player Koop, ja, das sehe ich mich. Jawohl, er ja, holt endlich. Sich gerade so einen runter, sag ich dir. Moment, Koop, ja. Also nicht gegeneinander? Nein, Vierer Koop, du musst surviven hier. Ist es ein Tower-Defense-Spiel? Ja, so in die Richtung, so ein bisschen wie Orks Master, ja, genau. Wenn ihr ganz leise seid, hört ihr dann jetzt gerade pappen. Ja, aber wie haben wir denn, was haben wir denn früher mal gespielt? Defenders. Dungeon Defenders. Dungeon Defender, boah, einen Teil davon, den haben wir doch richtig reingesucht. Ja, den zweiten, glaube ich. Ja.
Da, da haben wir richtig King of Meat. Daniel heißt es. King of Meat. Ja, ja, hat er beim Pappen, da kannst du das ja gut merken. Da ist er, bist du ja auch King of Meat. Aber das sind Koop-Games. Also diese Koop-Shooter, die haben doch die Leute auch nie geguckt, oder? Gav war einfach Sausage-Master. In Guildford, England, and Amazon Games for console and PC. Cool. And you can sign up at kingofmeat.com for future playtests. Now, one of the things I absolutely Daniel, love about sign up is that we get to introduce you to brand new games up, and teams like this one to reveal their first game from their new studio, Fuzzybot. Please welcome Fuzzybot. Tatjana Dislova and Max Spielberg. Oh Gott, kurz versprochen, aber gut gerettet. Fuzzybear, findet ihr noch? Alter, die Menge rastet aus! Aber die klatschen, das hört man nur nicht. Guys, welcome to ONL. I'm very excited to share this game with the world. Can you tell us a little bit about your studio, first of all? Link. Das Boring Simulator 5. Oh, ist das das neue Scrap Mechanic? Pass auf. Jetzt muss man dem ja mal eine Chance geben hier. Ja. Das neue Scrap Mechanic, Jungs. Leute, das ist der Bruder von Steven. Ja? Putziboot. Wer ist der Publisher, dass die sich das leisten können, da zu sein? Pass, Putziboot. Instinct 3. Für unser erstes Game, even early on, felt very unique and full of heart. And this helped us bring together a very passionate team of talented developers. Dishlover. Dishlover bin ich auch, ey. Dishlover. Dishlover Entertainment. Das machen wir schon witzig. Wie heißt dein Dishlover? Beyond where we thought we'd Well, I got to play this a few months ago with you guys. I had a ton of fun. Freut er sich eigentlich so, weil er noch einen Arm hat? Müsste er nicht voll depressiv und traurig sein? Hä, warum denn voll den geilen Arm? Damit kannst du voll die fetten Sachen machen. Ja, aber zum Beispiel, damit könnte ich jetzt nicht irgendwie erst D drücken. Naja, also Anakin und Luke haben das auch geschafft, mit einem Arm da gut zu handeln, oder? Ja, die haben gut zu handeln gehabt mit einem Arm, ja. Chat, das ist nicht wirklich der Sohn, oder? Doch, das ist der Sohn von... noch eins zu eins genauso aus. Ja, sie hat wirklich Ähnlichkeit mit dem, finde ich. Der Sohn ich glaube, ist das? Von Steven Spielberg. Was? Ich google das kurz. Das ist der. Ist die Mutter. Und links ist die Mutter, genau. Chat hat da nämlich gerade ein paar Mal geschrieben, deswegen... Also kein Scherz, Steven Spielberg hat wirklich einen Sohn, der Max Spielberg hat. Google ist wieder doch, ja. Super, der macht jetzt Video. Dann weißt du, wer das published, Peter, und dahin kommt, dass die das da zahlen dürfen. Dann ist die Frage beantwortet. Das ist einfach Lance Stroll vom Computer-Business. Aber warum gibt es dann kein Star Wars, das ist doch frech. Weil der da nicht die Lizenz hat. Ja, aber der war also... Vielleicht will der auch was Eigenes machen ohne Papa. Nee, also dann ist nicht der Star Wars-Lizenz, würde mir auch sehr besorgen. Das ist nicht der Sohn. Okay. Der Sohn von, also der Sohn von Steven Spielberg heißt auch Max, so, aber das ist nicht derselbe, Korb. Den wir gerade gesehen haben. Let's go. Aber jetzt ist der Stream wieder so viel lauter. Gerade als sie gelabert haben, war der super leise. Ja, jetzt ist er wieder lauter. Stimmt. Ist doch gut, die oder? Ist doch genau die Fähigkeiten. Das ist ein Roguelike, Leute. Ja, geht's ein bisschen da geh ich jetzt mal, da geh ich jetzt mal, da leg ich meine 5 Cent in die Mitte. Sein. Ja, du hast so abgeschlossene kleine Mini-Bereiche mit Gegnern. Könnte gut sein, Jay. Oh nein, es ist wie dieses andere, also auch Roguelite, aber aber eigentlich auch das, Animal Crossing. Wo man sagen, dieses Housebuilding machen konnte und viele Viecher retten musste. Der Animal Crossing Schaden. Rette die Zukunft. Hey, das ist ja auch ganz okay, aber so immer dieses Cozy bauen und sammeln, das ist irgendwie nichts für mich gerade. Ne, deswegen ist Stardew Valley auch echt voll. Halt auf der Lamp, ja, genau. Mighty Bones, das Spiel macht ultra Laune, sag ich auch einfach. Es ist wirklich, glaube ich, wie Cult of the Lamb. Ja, ja. Weil du kannst da auch die Leute so rekrutieren. Ja, genau. Bei Cult of the Lamb bin ich echt immer nach so einer halben Stunde so müde geworden, dass ich kurz vorm Einschlafen war. Das habe ich bei fast keinem, das habe ich bei so gut wie keinem Spiel. Bei dem Spiel leider schon. Du kannst angeln! Game of the Year. Ja. Lünke. Alter, ich dachte Bram auf the Spark, Junge. Auch aber die Optik, verlesen. Muss ich sagen, Bram hat mich jetzt Spark. Irgendwie nicht da gepackt. Ja. Nee, mich leider auch nicht. Mal gucken. Das hat mich eher losgelassen, sag ich mal. Now, one of the things that I love about Gamescom is that it is a safe place for our diverse gaming family. And there is an amazing platform called Gamescom Cares that shares social and environmental responsibility projects. Diverse gaming family gibt Spieler und also gibt Leute, die zocken und die nicht zocken und die nicht zocken sind einfach inferior. Ja, diese gehören eingesperrt. Ja. And now,
Ich soll jetzt einen QR-Code hier auf dem Bildschirm scannen. Hey, ich hab mein Handy gar nicht so schnell parat, Mann! Ja, Alter. Life is Strange, irgendwas? Da kannst du jetzt auch Fotos machen. Alter, wie bei Black Ops. Wie bei Black Ops. Ah, guck mal, Paul schickt uns Grüße von der UNL. Live aufs Publikum. Ah, liebe Grüße, hey, zurück. I'm glad, but slightly surprised that you showed up tonight. Klatsch mal mehr, Paul. Ja, wirklich. Ja, ein bisschen leise. Ich soll mal Flitzer machen. Was wert, Alter. 5 Euro. Nee, was kriegt der? 5 Subs giften war, wenn der T-Shirt Flitzer macht. Ja. Also so Spiele sind immer schwierig, finde ich. Ich finde die geil. Aber ich finde sie so, halt so schwer, da steht da nur Viereck Open, oder? Weil er den Controller spielen muss, dann finde ich sie schwierig. Alter, ey. Ich habe den ersten Life is Strange gespielt, der hat mir gut gefallen. Ich habe den zweiten gespielt. Und es war so gut, dass du keinen zweiten angefangen hast. Ja. Ja, das war auch gar nicht so schlecht. Der erste, den habe ich ja auch gespielt. Der war auch echt cool. Den zweiten habe ich auch gespielt. Danach habe ich mir gedacht, brauche ich jetzt keinen mehr. Ja, aber konntest du erst wissen, nachdem du angefangen hast. Ja, das ich finde aber den zweiten nur durchgespielt. Ich habe Tests gelesen, das hat mir gereicht. Ich glaube, das ist ganz cool so halt für Teenies so. Ja, ich bin ja auch ein Teenie im Geiste. Yes, Stranger Things, let's go. So ist halt, Peter, mit der Durchschnittsalter. Nein, es ist Jumanji. Jumanji. Was? Wir spielen jetzt das Spiel. Ja. Spielen das Spiel? Wer schießt jetzt wen weg? Ich glaube, das Spiel heißt Bloom and Rage. Ne, Lost Records. Bloom and Rage, doch, ich wusste es, Alter. Boah, das war ja von Don't Not. Hates? Moment, das ist 30 Reasons Why. Ja, sag ich, das tote Mädchen lügen nicht. So, Left 4 Dead 3. Oh, das ist State of Decay. Alter, wie schnell hast denn du das erkannt? Also, rate ich jetzt mal. Achso, ich rate, dass das nicht ist. Okay. Von Xbox. Da bist du aber mutig, Peter. Da kommt Xbox davor? Ich glaube, das ist ein Zombie-Spiel. Das haben wir doch schon mal gesehen. Da haben wir uns gefragt, ob das sowas wie Zombie U ist. das haben wir schon mal gesehen. Das ist Left 4 Dead 3. Haben wir? Meine schon, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe mir genau so geraten, welches Zombie-Game das jetzt ist. Also, wenn die Leute mal sehr selten unterschiedlich aussehen, ne? Roman Roman Hell 2. Okay, kann ich mich nicht dran erinnern. Okay. Ja, haben wir noch nie gespielt, glaube ich. Ich finde es ein cooler Zombie-Spiele, mag ich. Da wird auch mehr geklatscht jetzt mal wieder. Ja, nur weil wir gerade gesagt haben. Ich hab gesagt, mehr klatschen. Gesehen haben. Wie kacke ist das, wenn du vorne in der ersten Reihe sitzt? Dann siehst du ihn gar nicht. Doch seine Seite. Hauptsache, du siehst den Monitor. Ja, No More Roaming Hell. Das haben wir gespielt. Das haben wir gespielt? 0,3 Stunden. Und dann haben wir, glaube ich, festgestellt, das nehmen wir nicht auf. Und dann haben wir den Feedback geschickt und dann haben die Teil 2 gemacht. Ich hab das nicht gespielt. Ich hab das nicht auf Steam. Das ist kostenlos. Action Survival Shooter, Leute. One auf. Where do we go from here? Ja, Last of Us. Gut aus. Nee, das ist hier Russland. Ist das Russland? Nee, ist nicht Russland. Star Wars. Nein, das ist Star Wars. Das sieht nicht aus wie Star Wars. Half-Life 2. Look at us now. Dune? Nee, Dune, das ist vom Stil auch nicht. Nee, das ist auch zu advanced von der ganzen. Raiders playing with fire. Ark Raiders? Das ist Ark nur in einem. Ich habe gerade gespult, aber es scheint doch um einiges weiter vorne zu sein. Ach, Kratos. Ja, stimmt, der ist wirklich schnell. Ich muss nochmal spulen. Nein, ja. Sepp ist, glaube ich, das im Chat gesehen, oder? Nein, ach so. Ach, Kratos wird mir angezeigt gerade. Krass. Was siehst du denn jetzt? In Katzen. Ja, ist ja genauso weit. What the fuck? Okay, jetzt schalte ich ab. Das ist mal ein geiles Game. Peter, ich dein Spiel. Ich bin auch gerade interessiert. Das ist, wenn Peter ist und ich endlich unsere drei Pflanzen jetzt mal geernten Zeit, ne? Dann würden wir uns abgeben. Das sieht aus wie so ein Slime-Rancher-Zeug. Da geht richtig ab, Peter. What also, the mir zu fuck? Kost. Ach, es gibt Peter, natürlich. Katzen. Ach, Niki. Aber die Mutter ist nice. Niki.
Okay, mit einer Anime-Figur, Peter, bist voll im Schlüssel. Ja, junges, sexualisiertes Mädchen, let's go. Geil. Jetzt singt die. Jawohl, und jetzt geht's aufs Metal rüber. Also. Nee. Hä? Geil, mit Hühnern. Er hat so kleine Bubis für ein Anime-Spiel, das kann das nicht sein. Das ist doch, Leute, es gibt krasse Endbosse. Das hatten wir doch mal in der Quizshow. Was ist da? DLC? Nee, DFC? Ja, Delicious Fletches. Ja! So ist das. Das hatten wir irgendwo früher mal. Es ist Arktos, es ist Pokémon für... Es ist Palworld, Alon. Es ist Palworld für Arme. Sei mal das bessere okay, Palworld. Nein. Infinity Nikki, Alter. Oh, Warhammer. Aber das Base Marine 2. Okay, das ging schnell. Oh ja, das ist, oh, die Mucke ist okay. Cool. Muss wieder lauter machen. Ja. Kleiner Atmosphäresprung. Findest du? Ah, was? Ich sehe den Unterschied jetzt nicht. Aber Nikki hat auch mehr bezahlt. Nikki. Das wird ein Ballerspiel, da habe ich Bock drauf. Alter, da wurde einer weggeschossen. Ja, I've been blown away. Meinst du, die machen da so ein Hell Riders raus? Hell Divers. Hell Riders. Ey, das war aber ganz schön wenig. Ich bin noch halb im Urlaub, ja, erzähl. Ja, 9. September, dafür war das aber wirklich sehr wenig. Kommt schon raus, was willst du da noch zeigen? Niki. Naja, ich habe noch nichts. Also gut, ich könnte mir natürlich Trailer angucken, wahrscheinlich. Das sieht aus wie Apex Legends irgendwie. Aber eigentlich auch gar nicht. Vor The Emperor. Ah, nee, ist nicht Apex. Das ist doch, ist das Sony oder was? Oh, das haben wir schon mal gespielt. Das hab ich schon mal gespielt. Hero Shooter, oder? Das haben wir schon mal gespielt, Leute. Haben wir das eigentlich schon mal gespielt? Ja, Sepp, wie hieß das denn, wenn wir das schon mal gespielt haben? Ja, Paragon. Das hieß doch Paragon. Das hieß W-Cells for Vogue hieß das Spiel. Das haben wir doch mal gespielt. Ja, das haben wir auf jeden Fall mal gespielt. Das war ganz, also nicht schön. Alle von uns? Egal, war ich nicht dabei. Das haben wir mal gespielt. Ich sag, das ist doch ein bisschen wie League. Das ist doch ein bisschen wie League in Real. Jo, ich erinnere. Weil den Tank kenne ich. Ja. Das haben wir mal, boah, das Spiel ist ein bisschen leer. Das ist schon ein bisschen her, aber ja, das haben wir gespielt. Da haben wir eine Folge zu dem Kanal auf jeden Fall. Genau. Das ist halt da die Thema, kurz live nachschauen, ob Peter dabei war. In 3D und das sah ganz cool aus. Ja. Vielleicht war das jetzt nicht. Nee. Paragon. Das hat auch crazy Fähigkeiten, wenn die Kampf 2016 haben wir das gespielt. 2016? Ja. Bitte lass Peter dabei gewesen. Okay. Sepp hat dann PP zu machen, wird damit geschminkt. Ja, sag ich doch. Shit. What? Predecessor. Predecessor, das heißt gar nicht Paragon. Ich dachte, das heißt Elf Stands for Loose. Peter Sepp einfach, weil das ist aus von der Blue Man Group, ey. Also, Jay, hab ich doch gerade richtig verstanden, dass ich da nicht bei war? Ja, du warst da, glaube ich, nicht bei, ne? Ah, ja, okay. Ah, Glück gehabt, Peter. Path of Exile, yes. Ich sehe aber nur Sepp, der das spielt. Nee, das haben wir aber nicht alleine gespielt. Ich hab da einen Stream zugemacht, aber ich glaube, wir haben da auch. Da haben wir auch Videos gemacht. Also, ja, ich finde auch Christian ist auch dabei. Aber du guckst gerade Paragon an und das hieß ja jetzt Predecessor oder so ähnlich. Ja, aber das sah genauso aus, Peter. Okay. Ich glaube, da freuen sich gerade sehr viel drauf, was da gerade gezeigt wird. Ja, jedes Addon hat. Achso, nee, das ist Path of Exile, wa? Ja. Ja, Diablo habe ich auch Bock drauf, aber Path of Exile auch. So, was habe ich hier jetzt verpasst? Path of Exile 2. Scheiße, Alter, ich habe das verpasst. Ich habe noch in der Trash Night gespielt. Man kommt da endlich mal die Beta-Freunde. Die haben die nicht verschoben. Ja, die haben die ja verschoben, ich weiß. Ah. Ich glaube, das könnte ganz geil werden. Also Atmosphäre ist ja wenigstens schön dark, so shit, ne? Das kriegt auf jeden Fall eine Chance, im Gegensatz zu Path of Exile 1 damals. Da war ich ja echt so blind vor Diablo. Sieht mir aus wie Diablo, lol. Nice one. Das ist ja eigentlich ein ganz guter Klon, muss man sagen. Ja, ist auch okay. Also, ist das nicht der erfolgreichste Klon? Ja, klar. Ja. Ist wie erfolgreich als das Original? Die Close-Beater läuft. Wild. Ja, okay, aber... Okay, das sieht aber auch fancy aus. Ja. Das soll richtig, also ich habe da nie gespielt, das soll richtig gut sein. Also der erste Teil soll sehr komplex gewesen sein. Hat mich,
Ja, weil ja, du halt dann Peter, irgendwie 8 Jahre deine Entwicklung vorbei hast. Ne? Ja, Christian, 15. November. 15. November. Okay, geil. Das ist viel, sehr komplex, Peter, aber im Endeffekt suchst du dir auch da einen Guide raus und ja, okay. So ein bisschen danach. Aber du hast halt sehr viele Möglichkeiten. Ja. Is an inspiration to us all. And to see these amazing cosplayers, you can tune in to the Gamescom Cosplay Awards on Saturday, August 24th at 5 p.m. Vielleicht seht ihr da auch jemanden von uns. Aber in Wahrheit nicht. Cosplay-Contest? Ich habe ja nur vielleicht gesagt. Vielleicht verkleidet sich einer als uns. 5 Uhr Samstags, ich glaube nicht. Hey, ich denke auch nicht. Samstag, da seid ihr natürlich alle noch bei Peter und mir. Ja, richtig. Nämlich bei Astragon auf der Bühne. Schön für den Polizeisimulator. Chris und Pete. Da könnt ihr um 17 Uhr dann rüberrennen. Von rechts. Ja, ich renn zum Bahnhof und ihr rennt zum Cosplay Award. Ich muss dann auftreten als Nutte. But additional live shows featuring creators, gaming events and esports competitions that you can watch either in person or by tuning in online. Now, up next is a first look at the gameplay of June Awakening. Oh, cool. Geil. The open world survival MMO and news on when it's going MMO, to be released. Bin raus. Ach, das war das MMO, nicht das Strategiespiel. Nee, das Strategiespiel ist ja schon raus, aber es war auch cool. Ah ja, okay. Oder ist auch cool. Ja, dann wird's doch Destiny-Ding, wa? Achso, dann ist wieder cool. Ich wollte gerade sagen, Sepp, Destiny, hör doch nochmal zu hier, Sepp. Ja, aber MMO ist so. Also, kostet viel Zeit, ne? Die naja, halt Destiny nicht. Ist also, de facto doch ein MMO. Ja, sculpt your appearance, choose your background, and then. Ja, bla bla, hab's halt coole Fähigkeiten und bum bum. Gibt's einer im Chat, der mehrere MMOs spielt? Parallel? Ich? Stimmt. Echt? Ja. Was spielst du denn? Außer WoW. Retail von WoW. Ja, wow! Nice. Das war das Spiel. Weil das finde ich halt voll krass. So, bei mir ist halt WoW das einzige MMO eigentlich. Wenn überhaupt. Ja, aber da ist halt wieder die Frage, und das fand ich dann bei Destiny auch immer so eine Sache, wie weit kannst du laufen? Wie groß sind die Areale? Oder ist das mehr so ein Rust-Dings? Oh ja, sieht sehr nach Destiny aus. Sieht wirklich aus wie Destiny, wollte ich auch gerade sagen. Aber schlechte, also irgendwie sehr Alpha. Stimmt. Wenigstens zeigen die mal Spielszenen. Ja. Und das ist krass, also wenn man aber zwei MMOs parallel spielt, ist doch nichts anderes mehr in deinem Leben, oder? Wahrscheinlich, ja. Das ist schon Zeit in den Sieg. Du musst ja so viel Zeit fressen. Alter, das sieht halt aus wie Elex von der technischen Qualität. Halt, ja, aber Elex 1. Aber es ist halt wahrscheinlich früh einfach noch. Wie Elex? Hast du Elex mal gesehen? Ja, hab ich gespielt ja, sogar. Also Elex sieht ein bisschen schlechter aus. Ja. Aber es sieht auch nicht geil aus gerade. Nee. Also auch die Spielmechaniken sehen irgendwie gerade nicht genauso gut aus wie Black Ops 6. Also du kannst selber okay. Von der Auflösung safe. Ja, okay, weil beide 4K sind oder was? Ja, genau. Also das weil sieht doch viel schlechter aus, was wir gerade sehen. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber Geschmäcker sind verschieden. Also so schlecht finde ich das jetzt nicht. Also du kannst jetzt deine eigene Base bauen einfach so? Okay. Hammer, du kannst, der hat gerade seinen eigenen. Der hat gerade seinen eigenen Cocktail da gebaut. Diese Flügel. Die Flügel machen mich allerdings auch gerade ein bisschen kirre. Also ja, die sind wie im. Also sieht aus, als ob ich Grafikfehler habe. Krass. Aber die Idee ist cool. Also ich habe die Dune-Filme nicht gesehen. Gibt's da noch was anderes außer Sand und Berge? Nee, nein. Sand und Berge. Also mehr ist das natürlich auch nicht allzu abwechslungsreich irgendwie ja, es für gibt so ein Tempel MMO, oder? Und also finde ich halt. Du wirst jetzt nicht plötzlich in einem Dschungel oder in einem Eisgebiet stehen. Also ich finde es auch schwierig. Mann, warum mich in Asien chat? Ich kann da nichts für, ich bin hier nur mit dem Handy. Ich bin einfach benachteiligt.
verteidigt gerade. Aber die also, Dune-Filme, wenn du die noch nicht gesehen hast, die kann ich dir sehr ans Herz legen. Die sind sehr cool, aber das Setting ist halt, weiß ich nicht, für ein Spiel schon schwierig. Ja, das ist halt Dune, wa? Ja, ist halt viel nix auch. Ja, das ist halt so Teil der Bücher. Genau, und genau, Teil des Dings, aber ich finde das schwierig jetzt gerade hier in diesem Spiel. Oh, die Hakenen. But remember, to play politics, you need power. Boah, lieber ein bisschen was von Niki noch gucken, ey. Also wenn er Spice War ja cool umgesetzt ist, ist das ja nice, aber das ist echt gerade. Also die scheinen ja doch recht weit schon zu sein, wenn sie das Spiel so umfangreich vorstellen. Ja, ja. Auch vom Spielmodus, du scheinst ja dann um... Jetzt kommt ein Wurm! Jetzt kommt ein Wurm! Guck mal, wie das aussieht. Okay, das sah ganz cool aus, gerade wie im Hintergrund die Wüsten, also die Dünen höher wurden. Oh, da ist er. Aber der ist aber schon nicht so klein. Die sind ja auch nicht so also klein. Also im Film ist der größte ever 600 Meter, vielleicht oder? So groß. Was denn? Schon nicht so klein. Okay, ein bisschen haben sie noch. Aha, okay. Das sah ganz cool aus. Also da habe ich schon Bock drauf. Well, you can't have a Dune game without the sandworms, and the sandworm summoning begins when Dune Awakening drops on PC early 2025. So the wait is not that long. And now, here is a reveal of a new game from Tarsier Studios, the creators of Little Nightmares 1 and 2. Ja. Ich brauche was zu trinken. Aber jetzt bitte nicht einfach nur Teil 3 bringen, das wäre cool. Mal was. Warum? Neues. Warum willst du Teil 3 nicht? Ja, weil ich finde Little Nightmares ganz cool. Ja, Teil 3! Aber ich bin da irgendwie so mit dem Gesamtsetting nicht so warm geworden. Also von der Mechanik ist das, glaube ich, ganz cool. Aber hättest du dann lieber das gleiche, nur irgendwie in einem Feenwald? Nee, weil einfach ein bisschen anderes Setting und gleiche Qualität, aber ja. Vielleicht ist ja auch Sonic 3. Also was wie Limbo zum Beispiel fand ich sehr cool. Boah, Limbo ist aber schon uralt, ne? Ja, Little Nightmares 1 ja auch. Alter, das Schiebsimulator. Genau, wie das Simulator. Also, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Blei, ne Spiene. Spiene, ne? Ja, ich weiß, ich habe mich selbst nicht schnell genug korrigiert. Eine Spiene. Reanimal, guck mal, was Neues. Ja, ja. Komplett also andere. Ich muss sagen, das hat mich auch mehr angesprochen. Ja, das sah wirklich fucking crazy jetzt aus. Nightmare gestandet, aber nicht so gut. Nee, ich habe ja... That was Reanimal, the next big entry in the cozy game genre. Ach, jetzt gehen wir auch cozy game, okay. Now, das like war der Joke, dass das keins ist. Achso. Well, meet Epi, the robot on our website RPG Gamescom Epics. Oh, wieder was scannen. Warte. Okay, jetzt schnell. Sofort ist weg. Sepp, go. Oh, schnell, du kannst was gewinnen. Kicken. Fest Levels and Cash halten. Okay. Sign up and start playing. Hey, guck mal, play. Guck mal, die haben ja richtig lang das eingeblendet jetzt. Danke übrigens für die ganzen Subs, Chat. Danke schön. Oh, mein Stream ist abgekackt. Nein, meine auch. Mein Stream ist abgekackt. Fehler beim Anzeigen der Webseite. Lol, das hatte ich auch gerade. Ich auch. Kein Scherz. Ich dachte, das wäre mein Handy. Ich dachte auch, dass ich das wäre. Aber ich spüle. GTA 6 kommt gerade. Okay, oh mein Gott. Vielleicht Peter, Bram, nee, da jetzt weder zu das GTA 6 nennt, Alter. Nice, neuer Teil. Okay. Alter, dafür habe ich mich jetzt beeilt, nee, oder was? Für den Anime-Shit? Ihr verpasst gar nichts gerade. Gerade ist richtig boring, sein Vater. Aber ist das denn wirklich Genshin, oder das ist das Genshin, dieses Sender Zone Zero? Nee, das ist das gute Spiel jetzt. Bitte lass es nicht Genshin sein, das ist ja so witzig. Ja, aber Zendes hat mir nicht gut gefallen. Genshin sieht ganz gut aus. Das ist der Podcast da, Rail. Ah, okay. Dann würde ich sagen. Chat, ich kann da nichts für, wenn YouTube auf einmal sagt, off. Ja? Ihr habt ja nichts verpasst, nur Kin in Genshin. Aber die Welt sieht cool aus. Ja. Und. Wenn du cool bist, mit cool Scheiße. Sepp ist unser einziger Genshin-Apologist. Und ich bin eigentlich ein Anime-Fan, ja, ehrlicherweise. Na, hast du da eben eigentlich mal eine richtige Chance gegeben, Bram? Genshin? Ja. Mehr als du.
Ja, okay. Das heißt 2 Minuten. Warum hast du das installiert oder was? Mehr als du. Ist ein gutes Argument. Ja, Sepp und Bram fehlen die laden scheinbar gerade noch bei mir rein. Na echt? Mhm. Ja, ich musste ja einmal die Szene wechseln, dann lädt er euch irgendwie neu, keine Ahnung. Ja, warte mal, ich gucke. Das ist ja auch smart, also wenn du Szene wechselst, ist aber ja auch nicht mehr, dass ich dich neu lädt. Ich mach mal auch neu. Geil, am 20. November, Junge, an dem Tag kann ich nicht. Ja, auch nicht. Also ich bin auch raus aus Genshin, weil es braucht echt viel Zeit. Ja, dann, wenn Sepp dann nicht mehr spielt, spiele ich halt auch nicht. Sonst hätte ich dir jetzt eine Chance gegeben, aber wenn Sepp raus ist, ja, dann nicht. Ja! Nice! Sepp, das kann er spielen. Dann freue ich mit dir, Chris. Das ist mein erstes Monster. Okay, Sepp hat es geschafft. Sepp ist wieder am Stissel. Bram kommt sofort bestimmt. Ich habe F5 gedrückt. Ich hab auch F5 gedrückt. Tsujimoto von Capcom. Ryozo-san. Ryozo, keine Ahnung. Ja, da sind wir doch alle wieder zusammen. Geil. Also da kannst du wirklich sagen, warte, also nur eine. Warum wird eigentlich hier Dolmetscherin oder Dolmetscher nie mit angekündigt? Weil die offiziell nicht da sind. Ach. Ich kann doch einfach mein Handy jetzt da dran halten, dann macht der Live-Übersetzung. Wieso kriegen die das nicht? Wenn die nicht da wäre, dann könnte ich den ja gar nicht verstehen. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass das die Geste ist, die dahinter steht. Ja, ich weiß, aber das ist doch trotzdem Nonsens. Es ist ja quasi er, der redet. Als Frau in Englisch. Soll ich dir mal eine Chance geben, den Monster Hunter? Warum ist das nicht AI? Ich hätte bei World schon gesagt, das solltest du mal spielen. Ach so, wegen den Katzen, ne? Ja. Auf der Fähre waren zu und von Norwegen waren auch so ein paar Japaner und die haben mir voll leid getan, weil die halt nie was irgendwie da erkennen konnten, weil das halt einfach kein Englisch konnten und gar nichts. Also, die sind ja nicht nur Haustiere, die kochen ja auch in so einem Kram. Ja, aber die, also Alter. Die Questgeber und so. Habt ihr gerade die Person gehört, die richtig abgegangen ist? Ja, endlich mal einer. Da war Paul. Nein, glaube ich nicht, dass es eine Lola Barina Florid ist. Chat J ist mit mobilem Einbalken-LTE drin, ja? Seid froh, dass ihr überhaupt irgendwas von dem seht. Alter. Eine Biene. Boah! Die hat 10 gemacht. Eine Rose. Und eine Rose, das ist ja ein cooles Design. Ist das eigentlich so ein richtiges Kampf-Skill-Game, so mit Ausweichen und Dark Souls-mäßig? Ja, übelst. Ja, Moment. Also Dark Souls ist schon sehr viel besser von der Steuerung, also direkter und... Ja, das stimmt. Das ist sehr träge, Peter. Ne? Also das ist ein bisschen träger, aber du hast trotzdem auf jeden Fall Kämpfe gegen so große Monster, die gehen nochmal 20 Minuten oder 25. Ja. Kannst du auch im Multiplayer mit anderen machen. Ach ja, zeigen dir. Ist schon cool. Da sind die Katzen. Also das ist nicht so ein Zwinkel-Zwonkel-Game, das sollte man mal ernst nehmen, sagt er. Ja. Monster Hunter würde ich immer ernst nehmen. Die Monster Hunter ist richtig viele. Gut. Quatsch mich direkt, weil ich frage so. Muss allerdings auch einen Hang dazu haben, so ein bisschen zu grinden. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Grind-Game, ne? Ja, ja, weil du den Boss halt, vielleicht also dreimal machen, wenn du halt so einen riesen Boss-Vieh killst, kriegst du von dem meistens irgendwelche Körperteile, die du dem abschlägst und daraus Penis. Machst du dir eine neue Rüstung oder Waffe. Penis-Rüstung! Ja. So zum Beispiel. Weil ist ja eigentlich ganz witzig, so, dass du dann du halt dich auch mal ein bisschen verbessern. Du musst dich auch mal vorbereiten, also es ist nicht einfach, yo, ich geh rein, sondern so ein bisschen Vorbereitung. Dann kannst du so einen Anti-Blitz-Tank vorher noch craften mitnehmen. Du kannst die fangen oder killen, du kannst sie auch fangen. Genau. Ich werde da am Freitag so krank überfordert sein, weil ich da das erste Mal die Steuerung da gut. Die werden dir ja keine riesenschweren Gegner da hinsetzen. Auf jeden Fall, ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen muss. Du kannst auch so Fallen stellen und die Bogen habe ich gerne gespielt. Kann ich wie bei Elden Ring dafür sorgen, dass ich keinen mal getroffen werde und den damit machen, den Gegner? Oder ja, ich glaube schon. Das nicht machbar. Es gibt so auch so Environment-Fallen, wo du die quasi in Steine rennen lassen kannst. Oder aber ich das weiß, klappt das aber nicht als Tastaturspieler, da musst du schon mit Controller spielen, Dennis. Also ich weiß aber und nicht, Essen gibt es, man muss kochen, ja. Ich weiß aber nicht, ob du eine Rolle hast, also so eine Unverwundbarkeitsrolle. So iFrames-mäßig. Nee, das hast du nicht. Das hast du nämlich, glaube ich, nicht. Also du wirst irgendwann auf jeden Fall getroffen. Also kann ich das nicht ohne Grind schaffen. Was ist denn jetzt los? Fortnite ist cool. Oh nein. Oh Naraka Blade Gibt iFrames, laut Chat. No, gibt iFrames. Ja, cool. Everything lost.
Ja, everything lost. Was ist denn Naraka Blade Point? Das ist halt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das ein bisschen lustig gerade, ey. Oh, ja. Sepp voll hyped, ey. Und da kriegt er dann den Zwinkelswackel, Alter. Neuen Tomb Raider, ey. Was haben wir denn hier schönes? Das ist neues für Peter. Hat kein Grind. Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass du da grinden musst, sondern so einen Hang zum Grind haben. Oh mein Gott, ich glaube, das möchte ich wirklich spielen mit euch. Hier, Eckgraben. Das will ich spielen. Ist doch wieder Street Fighter, oder? Ja, sag ich doch. Ja, aber nur mit Frauen. Ja. Alright, from Japan? Entschuldigung. Oh, ja, das sehe ich mich total. Anders. Ja? Ja, da sehe ich Peter Kutsche an. Das möchte ich mit euch spielen. Ich sehe nur Titten. Ja, ist das geil. Guckst du den Fury, Junge? Alter, Fatal Fury. Okay, ich muss ein Spiel zum ersten Mal. Alter, das ist der Dot-Typen-Bias. Ja. Voll die Enttäuschung gewesen. Daniel, das brauchen wir. Merkt ihr das? Ja, das du kriegst im DLC auch Terry. Alter, was will ich denn da so Typen haben, ey? Oh, es ist ein Transformer-Spiel. Armored Core, ja. Oh, krieg das nicht. Das ist Mecha Bellum. Das würde ich gerne nochmal spielen. Das ist so, ja. Das, wenn ich nächstes Mal Zeit habe, ich Armored Core. Wait, oh, ist das jetzt ein Multiplayer-DLC oder ja, was? Das weiß ich nicht, aber Armored Core habe ich mir gerade runtergeladen. Ja, ich glaube, das ist nicht Armored Core. Das ist viel zu hell dafür. Das ist aber nicht Gundam, ne? Was weiß Gundam? Ich? Der sah gerade aus wie Star Wars. Sind nicht all diese Dinger Gundams offiziell? Ja, oder meinst du Gundam? Ursula Gause? Ursula Gause. Das ist doch ein Gundam-Multiplayer-Spiel. Ja, das ist halt ein Mecha-Spiel, ne? Ja. Hat er das verraten? Also nicht dauernd Spaß. War schon gut, so ein Video-Trailer, das Mecha-Spiel. Ja. Mecha Mayhem. Ja, Bub Mecha Mayhem. Das haben wir auch schon mal gesehen. Ah, Mecha Break, okay. Mecha Break, das haben wir schon mal gesehen. Bub hieß bei. Make a Break, Alter. So ein cleverer Bub, du. Bub Mecha Mayhem. Mecha Break haben wir gesehen, entweder bei dem anderen Jeff Keighley-Ding oder... When it was first released in 2014. Okay. Well, tonight we are revealing Monument Valley 3 coming later this year from us in London and kenn ich mal 1 und 2. Ich kenn, wo ist eins und zwei Game? Hey, das haben wir alles gespielt vor 10 Jahren. War da nicht ein Mobile Game? Ne, Netflix Game und kannst auch im Fernseher spielen, Peter. Ja, aber die ersten beiden Teile waren Mobile Game. Oh, die waren cool. Ja, Bram, das war nicht Bub und nicht Bei, das war 6 gegen 6. Ah, das war 6 gegen 6, okay. Passt. Hab ich aber auch nicht gesehen. Bub finde ich geil. Bub. Ich hab nicht verstanden, warum ich Netflix anmachen soll, um Videospiele zu spielen, aber das ist okay. Da müsste ich erstmal ein Abo von Netflix haben. So Spiele kann man sich echt immer mal gönnen. Ja, das ist so cozy. Das ist ja war halt, es war super mobile-mäßig, weil du halt nicht. Das, ne, ist halt chillo. Ja. Dann steige ich mal meiner Mama vor. Aber man muss halt trotzdem sein Brain benutzen. Ja, das kann meine Mama. Lol. I curse Swedish fish on you. Irgendwie ist warm. Geil. 10. Dezember, exclusive Netflix Game. Richtig sexy, ey. 10. Dezember. Hast du den orangen Knopf drücken? Kam das heute ja, raus? Ja, guck mal, 1 und 2 kommt auch auf Netflix. Monument Valley 3 drops exclusive. Cool für die Leute, die cool sind. Das sind aber alle Spiele. Das ist jetzt eine gute Nummer, das sag ich jetzt. Alter, heute kam es. Ja, okay, pass auf. Nach so einem Banger kommt jetzt World Premiere. And here at Gamescom, we are revealing the gameplay of Civilization 7 for the first time. To tell us more, please welcome Ed Beach from Firaxis Games. Ja, guck mal, wie schön das auch aussieht hier. Wo ist denn der Sid Meier? Ich finde das auch aus. Was ist denn das schöne? Ich finde das hier. Gold und Schwarz, super Farben. Thank you, Shox. Thank you, Gamescom. It's hard to believe that it's been almost 8 years. Hat Ähnlichkeit mit WB. Our last Civilization ja. Game. So we're incredibly honored to be here tonight at Gamescom. Wirklich, geil. Talking ich brauche mehr. Civilization 7. Seven. Das Schlimmste ist, das wird genauso mit 6 sein. Am Anfang wird das erstmal schlechter als 5 sein wieder. Ja, aber das ist Seven is by far the biggest, most ambitious game Firaxis has ever made. Ja. Oh. Ich, für mich ist wichtig der Grafikstil. Wird es Comic oder wird es wieder ein bisschen Back to 5 realistisch? Style.
is designed to immerse you in your own journey through history. Back to Viereck. Please join us live on the Firaxis Game Twitch channel for our official gameplay showcase, where we'll deep dive into what's new in Civ 7 and finally reveal our new in-game narrator. Na, auch on behalf of the team at Firaxis Games, we worked so hard on this game. I'm so excited to finally give the world its first look at Sid Meier's Civilization 7. Weil wir halt die besten Civ-Spieler Deutschlands sind. Please, enjoy. Okay, jetzt alles Schnauze. Ich bin der beste Civ-Spieler Deutschlands. So sieht das jetzt aus. Ja, boah, Alter, das sieht aber nicht so gut aus. Let's put the entire history of the world into das war geil damals mit den echten Figuren. Das sieht schlechter aus als Black Ops 6. Kann man Angela Merkel spielen? Das ist die Frage. Okay, das wäre so geil, jetzt. Alter. Du heißt Scholz und hat okay, das vergessen. Sieht nicht mehr ganz so comic. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich krieg Nippel vom Gucken, Alter. Okay. Ja, geht's auch vom Gucken. Nicht gameplay-mäßig viel sehen? Nee, du hast, also, ja, also ja, genau, du hast ja nicht das funktioniert, okay. Also, wie es funktioniert, logischerweise. Ja, genau. Aber das kommt ja dann noch, aber es sieht halt sehr schön aus. Hey, das war jetzt, ach so, ja, okay, ja, ich darf jetzt auch nicht mehr. Okay, es gibt da mehr. Ja, ja, nachher gibt mehr. Das war alles? Ah, und vor allen Dingen, Termin, Starfield. 11. Februar, nächstes Starfield. Jahr. Da ja, kann ich. Das heißt, das nächste, yeah. Der nächste Battle of the Leader ist noch das alte Civ und dann schon das neue. Ja, voll ja. Nice. Wenn der Multiplayer funktioniert. Also doch, doch, bestimmt. Oh, sie haben endlich ein Fahrzeug. Der Rave 8. Endlich ja, stimmt, ein Fahrzeug. Oh mein Gott, ich habe da so lange drauf gewartet. Das ist Trials. Ja. Nur mit aber das Buggy. Problem ist, weißt du, so dieses Fahrzeug, also die, das braucht man angebraucht. Mittlerweile nicht mehr, weil am Anfang die Mods schon dafür gesorgt haben, dass du keine Ausdauer verbrauchst und schneller rennen kannst. Ja gut. Also das heißt, ich brauche dieses Fahrzeug nicht mehr. Ja, aber dann für OG brauchst du das Fahrzeug auf jeden Fall. Aber wird das denn jemals jemand noch von euch anpacken, das Spiel? Nein. Nee, aber das hätte ich am Anfang gebraucht. Also, ja, genau. Am Anfang gewünscht halt. Boah, geil. Weil ich aber mittlerweile auch sagen muss, und das war deutlich besser, ich würde auch Skyrim jetzt nicht mehr anfassen. Ja, ist richtig. Ja gut, das hast du aber schon ein paar Mal angefasst. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen sage ich ja, das war auch deutlich besser. Aber es ist ja auch ein Free-Update, okay. Mhm. Ja. Available to know. Ist gut für die Leute, ne? Die cool gut finden. Cool für die Leute, die cool finden, genau. Cool für die Leute, ich die cool auch cool, finden. Aber wenn du das durchgespielt ja, so hast, dann kann man und das dann noch. Das ist mit Abstand das beste Studio, was Microsoft gekauft hat. Nein. There's two bits of Starfield news for you and a confirmation of the expansion Shatterstone. Ich bin bei Blizzard. September 30th. Now it's time for an exclusive update on Marvel Rivals, the upcoming ich bin bei from NetEase Games and Marvel Games. Tonight, was ist denn Marvel Rivals wieder? Wait, das sagt mir auch Marvel Rivals ist schon ein Handy Game. Cooles. Ja, stimmt. Ein Handy Game mit den Kästen. Da war Peter ja. Main drin. Ja, ja. Marvel Rivals hier. Was zeigen die? Marvel Snaps, Marvel Rivals. Ja, das gibt es ja mittlerweile auch für PC und so. Snaps. Ich habe mir letztens mal die Roadmap für die Marvel Filme angeguckt und muss sagen, hoi, 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 hoi. Achso, ne, warte mal. Das ist Overwatch, sagt der Chat. Oder, wie hieß denn das Handy Game? Marvel Snap. Ja, das stimmt. Doch jetzt alles damit Dr. Dom. Ihr habt absolut recht, ich entschuldige mich. Peter, danke schön. It is the Hero Shooter. Ich hab gar nicht geredet, dabei könnte das echt cool werden. Ja, endlich, da ist der ne? Beste Held von allen. Leute, ja, mir wurde, lassen, also, Junge. So komisch das ist, dass Robert Downey Jr. Dr. Doom ist, mir wurde erzählt, es gibt tatsächlich eine Story,
eine Comic-Story, wo Iron Man irgendwie Doctor Who sogar. Wird. Ja. Aber was dann passiert, weiß ich nicht, ob ich das sagen will, weil das könnte spoilern, aber man weiß ja noch nicht, ob die sich dafür auch entschieden haben. Okay, es gibt NPCs? Oder ja, Junge, jetzt kann ich Hawkeye spielen und besiege einfach Thor? Das ist so unlogisch, das Spiel. Aber das ist gerade Hawkeye, das sieht aber cool aus. Nein, ich habe dir jetzt einfach gerade gesagt, dass die Hawkeye wahrscheinlich drin haben könnten, ah, ja. Weil der Bogen hat. Abstandbild eigentlich. Ja. Okay, das ist aber eigentlich ganz witzig. Also ich bin ja nicht so hundertprozentig, sondern wie gesagt, das ist mir halt erzählt werden, aber... Wenn du Captain Marvel hast, oder Marvel oder wie die heißt, dann bist du am besten. Hast du den Trailer vom nächsten Captain America gesehen, wo ihm genau vorgeworfen wird, sie sind nicht Steve Rogers? Und nein. Ich denke mir so, ja, du hast vollkommen recht. Dann hat er irgendwie so eine komische Antwort. Und ich dachte mir, ja, du bist nicht Steve Rogers. Also der Chat sagt, die Beta war sehr gut. Es ist ein Hero-Shooter, also jetzt nicht unbedingt das, wo ich jetzt mal mich ausrichte. Wo ist Hawkeye? Aber ist ganz cool. Da sind doch also alle. Ich sehe keinen Hawkeye. Hab nicht gesehen. Ja, wach, nee. Well, die kannst du ja auch gar nicht sehen, der ist ja unsichtbar. Okay. Ja, wenn du den siehst, ist doch schon zu spät, Peter. Ach so. Also ich fand das cool für die, die es cool finden. Hallo? Ja, nicht Shox. Nee, Shox mal eben nicht. By reusing their booth builds or avoiding single-use material. And yes, fans are planting more and more trees in the Gamescom forest. The forest has been growing since 2020 thanks to all of your engagement. And all of you can still help, of course. You can plant your tree in the Gamescom forest today. Ich denke nicht. And with that, it is in time Köln, ja, der ist neben dem Messegelände. Vier Bäume, die da und nicht so viel Donos wieder reingekommen sind. Presenting the award, please welcome back Lisa Buck with Playing for the Planet. Also ich habe natürlich so ein löchriges Gehirn, aber ich habe zum ersten Mal davon gehört. Ja, ich habe es auch vergessen wieder. Alter, welches Spiel ist denn? UN. Well, it is our absolute pleasure. Wie heißt das nochmal? Gamescom? Uno! Geil! Das spielen wir doch häufig! Uno! Also, Julius zieht euch alle ab. Julius hat mich heute 2-1 abgezogen. Ja, mit seinen komischen Zwingetron geregelt. Ja, wirklich, du musst aber auch Kacke setzen. Du musst dich aber abziehen lassen. Der zeigt dir solche Karten. Die war doch letztes Jahr auch schon da, oder nicht? Muss ihn einfach zerstören beim UNO-Spiel. Hey, Teddy hat verloren, ja, wir haben Teddy fertig gemacht. Du musst also, spiel doch mal um sein Taschengeld. Lernt ihr doch nicht, dass er Taschengeld kriegt. Ja, stimmt. Geld umkranken, das muss man nicht. Wenn er das nicht kennt, dann weiß er, dann vermisst er das auch nicht. To reduce your carbon footprint. Nähe von Bayreuth, Peter. Ja gut, ne? Für das gute Bier kann man auch mal... Klimastabiler Mischwald in der Nähe von Bayreuth. 26.000 Quadratmeter Wald. Sind bisher. Okay, das... Okay. Oh, den Tipp finde ich gut. Taschengeld ist Schnee von gestern. Einfach eine Mystery Box geben. Eine ETF und dann sagst du einfach, war leider irgendwie nicht so gut. Das ist gut, ja. A clear and actionable plan as well as collaboration. Winner, die ist Holländerin, oder? Ja, Niederländerin, ne? Das hört man. Würde ich auch sagen. Spricht wie weiblich der Max. Sofort sympathisch. Ja, meinst du, was du da anbauen kannst? And here to accept the award is Brandon. In Deutschland, in Heidelberg gibt es jetzt einen Umgang, wo man Cannabis Tencent hat das gewonnen? Ja. Ich rieche Zwinkelzwunkel. Nein, ey. Greenwashing. Ja. Oh, vielen Dank an die chinesische Regierung an dieser Stelle. Ja, das ist gemacht. Hey, das kann alles sein. Es hat mich nur gewundert. Mehr nicht. Ja, das kann natürlich alles sein. Ich hatte letztens ein Diagramm gesehen, dass die chinesische Regierung jetzt mehr E-Autos verkauft als. Oder die China mehr E-Autos verkauft als Verbrenner. Ja, ja ist ja so. Ja, das ist auch so. Nee, also bezogen auf hier Grünen und so weiter. Warte mal, Tencent hat gerade was gewonnen, was sagt der Aktie? Oh Mann. Da geht es richtig steil. Das macht es nicht. Hallo, red mal ins Mikrofon, Junge. Minus 0,46%. Ja. 16.34 Uhr wieder nach oben gegangen.
But that is not our only award. Everyone here and at home can vote for their favorite games playable at Gamescom in this year's Hilf, oder? Gamescom Awards. Ich finde schon, wir waren playable. Das ist immer wichtig. Deswegen sind da auch schon manche rausgeflogen, weil die nicht spielbar waren. Ah, okay, verstehe. Oh, ich kann mir was scannen. Warte. Gefühlt hast du nur die Hälfte gescannt. Der nächste schönste Nobelpreis geht auch an Nordkorea. Das finde ich super. We got something really special for you. Ist nicht irgendwie im Rat der Frauenrechte und die Saudi-Arabien aktuell irgendwie? Tim Miller. Ja? Deadpool Director. Tim Miller. Ja. Der hat Deadpool directed. Thank you, Jeff. Ja. Blur Studio has been making cinematics for over 30 years now. That means classics like Quake, Star Wars, Warhammer, Call of Duty, and dozens more. Yes. And we do this because we fucking love video games. Alter, er hat fuck gesagt. Der hat schon mal in Amerika, der streamt direkt offline. Alter, der hat schon mal vor Menschen geredet, habe ich das Gefühl. Das Gefühl habe ich auch. Online, we see hundreds and hundreds of comments from the fans, like, why don't we see a movie like this? Or why can't we have a series like this? And we could not agree more, which is why we are so excited to share this series with you. Ja, der Borderlands-Film. Mega. Created in collaboration with Amazon Studios and the publishers and developers of some of the world's greatest games. I'm talking new titles, existing games, indies and classics. So we've been working on this show for 3 years. Okay. Okay, ist das jetzt? Ist das jetzt okay. Doku? Keine Ahnung. So eine Alright. Serie mit einzelnen Folgen, oder? Nice, ist sympathisch. Das finde ich cool. Also es scheint doch so Serien, also so eine Serie zusammen mit einzelnen Folgen, die abgeschlossen We've been sind. Working on it for 3 years, and I'm very emotional because I'm so excited. And it's finally time. So please enjoy the world premiere teaser of Secret Level. Ja, halt gleich. Also er könnte WWE-Promos machen. Ja. Er ist emotional dabei, krass. Ja, der ist jetzt auch wirklich dabei. Ja, das ist so ein Geheimnis, das kann er jetzt nicht mehr sagen. Alter. You can watch the series on Amazon Prime Video on December 10th. Not too far now. So enjoy. Ich würde mal sagen, der hat da ein Herz reingesteckt. Ja, wirklich, endlich mal. Okay, sind das nur. Alles klar, gib mir. Also, ja, das ist aber witzig. It's time. This world has waited for your arrival. Love Dead Robots war da auch mal so Einzelfolgen. Das war schon mal ganz geil. Alter, ja, das ist auch eine Anthology-Serie, so wie Christian Fein meinte, auch so Einzelfolgen. Macht ja Sinn bei dem, was er eben aufgezählt hat. Ja, genau. Ich habe jetzt noch nicht alle Spiele gecheckt. Die Musik klingt wie von Hans Zimmer fast. It's a new adventure. Kratos war dabei. Ja. Ja, da ist eine Menge bei. Oh, bitte lass das gut sein, ey. Da hätte ich echt Bock drauf. Das hat cool. Oh. Come in. You have a game to play. Cool. Alter, das finde ich richtig geil. Das war cool. Das ist fucking awesome. Ich finde, der God Simulator fehlt wohl. Aber abgesehen davon. Ich hab's mit Allergy! Ja, geht direkt geil weiter. Ist das nicht schon draußen? Nee, das kommt nächste Woche raus. Ach, krass. Da war jetzt erst die. Da war die Beta. Oh, das muss man nicht schon gezockt. Ach, Daniel, wir müssen das nächste Woche noch irgendwie unterkriegen. Auf keinen Fall. Ach, du meinst, ich hab echt Schuld, die? Das Problem mit dem Spiel ist, dass ich warum so viel ich alles Christian, dein Internet ist weg. Ja, ich hab übel Paket verlust. Schade. Ah, jetzt geht's. Immerhin hast du trotzdem noch Internet. Jetzt geht es doch wieder normal.
Halt's nochmal an, bitte. Also ich habe halt immer alles aufgebaut, alles erforscht, eine Armee von 800 Leuten gebaut, dann habe ich alles weggemacht. Richtig. Wenn das nicht geklappt hat, war ich kaputt. Ja, richtig. Aber das und ist auch das Geile da dran. Ich dann zumindest. Nee, da habe ich neu geladen. Also. Mega gut! Geil. Ich muss Niklas anrufen. Ich dachte, du wirst damit uns spielen. Ja, ich wollte nicht. Was? Wer sagt, dass ich damit spielen wollte? 4. September, wo kommt das nächste Woche raus? Hab ich nächste Woche. 4. September. 4. Ist September! In zwei Wochen. So, ja, ist doch nächste Woche. Ja, Fake News hier! Wait, Towerborn, Timberborn ist da ein Zusammenhang? Oh, es geht direkt geil weiter. Ist das ein AFK? Nee. Nee. Das sieht aus wie so ein von links nach rechts laufen Spiel. Right ass. Aber das war ja auch gerade ein bisschen in 3D so. Aber jetzt nicht mehr. Towerborn. Hä? Ja, mal kurz so eingezwungelt. Ja. Oh, Wolf-Team. Ja, was ist das denn? Das ist Black Hawk. Delta Force. Das ist Delta Force. Delta Force. Oh ja, die kriegen wir noch einen Trailer. Okay. Haben wir ja gespielt am Wochenende. War das gut? Ich fand's cool, ja. Für ein kostenloses Spiel ist das schon echt auch technisch. Ich finde krass, dass Delta Force ist, obwohl er von Microsoft gerade gesponsert wurde. Nee, das davor wurde von Microsoft gesponsert. Ach so, war das von den Trailern? Ja. Ja, jetzt. Okay, Team Jade, ja. Ich verdiene die Kohle. Es geht über wahrscheinlich Token, mit denen du Sachen machen kannst. Weiß man noch nicht so ganz genau. Ach so, das war eine Beta oder so. Oder Skins. Alpha, okay. Und das soll halt, das hat ein Battlefield-Modus, ein Tarkov-Modus und eine Singleplayer-Kampagne, ganz wild. Aber die Singleplayer-Kampagne ist in Unreal 5, der Rest ist Unreal 4. Ja, stimmt. Ja, das ist ein bisschen schade. Hat denn jemand die Singleplayer-Kampagne gespielt? Konnte man die spielen jetzt in der Alpha? Warum? Ich glaube nicht. United, we will plunge into the chaos. Nee, das Tencent. Moment, war das Tencent? Nee, was war Tencent nochmal? Doch, das war Tencent. Ja, okay. Ist auf jeden Fall, ja. Ich dachte erst Arena Breakout war das. Wir haben letzte Woche so viele Spiele gespielt. Nee, das war das, ja. Nee, da. Das gibt's cool. Auch bei Steam. Also, danke. Oktober 24. Ja, kann kein gutes Spiel sein, wenn das so heißt wie unser Headmod. Aber der heißt doch gar nicht René. Da war sogar beide Sets in Dice. Alright, let's head back to the Middle Ages for a new look at Kingdom Come Deliverance. Ah, ja, authentic rendition of 15th century Bohemia as an action role-playing game. Was haben wir hier denn? Echt, wann spielst du das an? Am Donnerstag spielen Christian und ich das an. Kann ich mich da reinzwinkelzwonkeln? Das weiß ich nicht. Zu Civ 7 gibt es übrigens auch mehr noch auf der Gamescom, aber reden wir nachher noch drüber. Wieso nicht denn? Jetzt kommt Schmutz, warum kommt denn jetzt Schmutz? Ja, ich und ich glaube, da kann ich mich reinzwinkelzwonkeln, wenn ich das so sehe. Das sieht doch gut aus. Ja, komm nur mit, also ich muss das Spiel, das ist wirklich von der heiligen Schule das Spiel. Und du hast leider wieder sehr Paketverlust. Ich will ja auch im Zweifel noch mitgucken, ist ja egal. Gut aus. Das sieht gut aus! Sehr viel Vegetation. Das wird total ernst. Internet. Hauptsache, du kannst den Stream auch sehen, Christian. Ja, da haben wir gut gegangen. Ja, aber das ist 10 Minuten hat ein Feeling dafür. Cool, das ist gut. Das war Chris ja eh nicht da. Ja, in dem. Auch 11. Februar. Oh, Februar wird übel. Februar wird übel. Was war denn da noch? Achso, Sith. Also, ich hab hier Premiere ist morgen. Okay. Was? In 3 Stunden ist die Gameplay-Premiere? There is much more from that game coming this week during Gamescom. Now last month, the AR Jeff auch ein kleines Bäuchlein bekommen, ne? Was denn? Aber da braucht gar nichts mehr sagen. Check it out. Ja, Eridu? ZZZ hat mich jetzt nicht so abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber das gleiche Studio, ne? Das ist das gleiche Studio, aber... Die machen als Studio das gleiche Spiel nochmal, aber nee, du kannst das technisch nur mit gesehen noch mehr Pech win. Achso, okay. Das ist technisch gesehen ein anderes Spiel. Okay, okay. Also das Problem ist, dass es ja Leute gibt, die das spielen.
Und dann kostbare Zeit von unserer geilen Opening Night Live da klauen. Nein, das ist cool für die Leute, die es cool finden. Nee, das ist nicht mal cool für die Leute, die es cool finden. Wow. Also das ist ja jetzt auch nicht wie das andere Dingensbummens, sondern das ist ja jetzt mehr so städtisch und Sci-Fi, oder? Und das andere war doch eher so Fantasy. Das Genshin Impact nur in der Stadt. Nee, das ist doch schon die ganze Zeit, das ist inhaltlich, also so vom Gameplay sind aber auch unterschiedlich. Also vom reinen Setting finde ich halt besser als das andere. Ja, mir hat das Gameplay nicht so gut gefallen. Ja, ich würde auch gerne noch mehr von Nikki Infinite sehen. Das sah cooler aus. Oh, geiler Lipstick. Aber die machen da, glaube ich, schon ziemlich viel Geld mit. Das kann ich mir auch vorstellen. Geh auch von aus. Das hat mich einfach nicht gehuckt. Leute, hat mal Peter Schuhe gerade gesehen. Schuhe ist 32. Aber jetzt hast du auch Western-Setting und ganz knappe Röcke. Ja gut, okay, das ist ja eine Sache, in Anime spielt sie normal ist, Peter. Ich werde trotzdem immer darauf hinweisen. Warum? Warum nicht? Ey, dieser Peter, ich habe... Das war negatives da, dass man das alles sehen wollen. Ich habe einmal auf diesen Anime-Kanal heute Mittag geschaltet, da war eine Frau zu sehen, die nur mit Haaren bekleidet war und der Typ hat gesagt, er möchte sie gerne mal probieren. Wo finde ich den Anime-Kanal? Wann hast du dir angeguckt? Das war auf Twitch. Anime ja, okay, aber wann hast du dir angeguckt? So. Wie hieß der? Er hat sich Sonat online war wahrscheinlich wieder der Herr der Schildkröten, oder? Nee. Der Bulma gesehen hat. Hat irgendeine Endscreen-Kampf von Sonat online gesehen? Ja, das kann sein. Sonat online. Hallo? 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 Mir steht gerade alles auf dem Fuß. Da verpasst sehr viel gerade. Wow, geht der 6. Ja, welcher Kanal, damit ich da nicht aus Versehen drauf gehe, ist eine gute Frage. Was? Achso, such doch einfach nach Anime, TV, Gear oder so heißt es. Ja, dann wissen wir jetzt, wo wir uns von fernhalten müssen, ne? Da war Honkai. Jetzt sehen wir immer noch Anime. Junge, wie lange geht das? Nee, kommt jetzt nicht Honkai? Spiel. Das ist Honkai Star Rail. Ey, was war denn das davor dann? Ey, keine Ahnung. Honkai habe ich nicht gespielt. Euch hat sich auch der Hase gerade erschrocken, oder? Fate Stay Night! Oh, vielleicht muss ich vor Honkai doch spielen. Weißt du, Junge, was habe ich verpasst? Mich eingeschlafen? Ich muss Honkai runterladen. Ich habe es nicht mal gecheckt. Gerade sehen wir Jeff. Ich kann das runterladen. Oh, ja, da muss ich vorspielen. Gibt es das auf Steam? Die Honkai, ich denke, der Entwickler heißt so. Honkai. Nee, so heißt das Spiel. Nee, bei Epic gibt's das, ne? Ach, das ist doch nicht so ein Zero. Okay, let's go, Batman. Was? Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse, oder? Honkai. Honk. Nee, Honk. Ja, Honk, ja, und AI dann dahinter? Das ist AI. Nee, das ist eine Honk-AI. Honk-AI. Okay, Gameplay-Trailer, okay. Die hat er programmiert. Okay. Jeff hat aber wirklich... Batman Arkham habe ich ja schon Lust. Ach so. Ich will ihn wieder questen. Oh. Das hatten wir ja, glaube ich, schon mal gesehen, oder? Ich hätte da auch mega Bock drauf. Diese VR-Sachen mit Batman. Ich werde nie vergessen, wo du vor diesem Spiegel stehst und dir denkst, ich bin Batman. Aber das ja, das wie heute die TTT-Folge. Wenn das halt nur für die Meta-Quest ist, ja, also da verkaufe ich mir halt die Meta-Quest. Ich glaube, ich muss Honkai Star Rail. Wo kann ich Honkai runterladen? Epic? Im Internet. Oder haben die einen eigenen Launcher? Ich guck mal eben bei Epic. Was ist denn das, was da gerade gezeigt wurde? Das Stay Fate. Ich hab schon den Namen wieder vergessen. Das ist halt ein Anime und die haben halt eine Kooperation mit denen. Und das ist voll der geile Anime. Was denn? Voll der geile Anime. Das ist voll der geile Anime, ja. Hab ich hier auch an meiner Wand hängen. Also. Und im Regal stehen. Ja. Ich hab extra Anime gesagt, Chat, ja, beim zweiten Nachfragen. Ich bin da mittlerweile so verwirrt, bei dem, was Peter da mal sagt. Ich bin da immer auf einer Linie. Was? Irgendwann war ich so verwirrt, dass ich selber dachte, so Anime. Anime heißt das. Ja, also sowas kann richtig, richtig cool sein, aber... Wieso so limitiert? Oder vielleicht ist es doch nicht so limitiert. Dann spiele ich halt auf jeden Fall.
Ich glaube, der hat ihn gerade umgebracht. Und damit hat er gegen seine eigene Regel verstoßen. Ja, der hat schon mal jemanden umgebracht. Depp ist so ein richtiger Web. Was ist ein Web? Das ist Spider-Man, weil der seine Webs macht. Ah, okay. Das ist ein neuer Oktober. Nein, selbst wenn Only on MetaQuest. Dankeschön. Ja, was ist denn ein Web? Was soll denn sowas? So ein Anime-Fan ist ein Web. Ah. Well, that trailer was buzzing and the whole city is buzzing during this week of games. Das finde ich immer schade. Mach doch mal Spiele nur für Samsung Galaxy S23 Ultra, die cool sind. So Quatsch. Hä, da war ich noch nie auf diesem Festival. Klar warst du da schon. Auf dem Festival? Ihr habt doch Gamescom TV gemacht. Ja, aber da waren wir doch nicht da. Echt nicht? Nee. Ich dachte, ihr habt da nur Burger gegessen mit hier Annika Hansen. Annika Hansen hieß die, genau. Ja, die macht immer CIO, deswegen weiß ich noch den Namen von der. CIO. CIO. War aber auch gerade ein Bild von Mittwochsvormittags, ey. Ja. Kommt drauf an, welche Halle, Jay, ne? Ich geh da einfach mit einer Drohne durch. Das war die Honka Star Rail-Halle. Wow, geht's bei der ONL nochmal um Games oder nur sonstiges? Die zeigen jetzt zwei Slots. Also wirklich, wir haben so viele Games gesehen, jetzt mal ehrlich. Um die Messe geht direkt aus. Ja. I'm ready! I'm ready for a world premiere! Ja, F hier! Ein Anime-Game! Guck mal, Sepp! Guck mal, nur für dich! Guck mal! Ich glaub, das ist Little Nightmares 3. Bandai Namco. Little Nightmares 2 war mir zu gruselig. Was? Kann ich verstehen. Was? Aber ist das nicht so ein Spiel? Nee, ich habe bei Erik ein bisschen gesehen, da fand ich die Spielmechaniken einfach nicht so geil. Alles cool für die, die das cool finden. Muss man das denn, also ist das so ein Spiel, was du auf jeden Fall zu zweit spielen musst oder kannst du es auch alleine spielen? Nee, das kannst du auch alleine spielen. Eigentlich. Ach echt? Okay, das sieht auch so kooperativ aus. Ja, aber das ist ja also in Little Nightmares 3, das weiß ich dann natürlich nicht. Ach so, aber sieht nicht genauso, also bei 2 war das nicht so. Aber das könnte jetzt ja mal ein cooles neues Feature sein. Das Spiel erscheint übrigens ausschließlich für die PlayStation 5 Slim. Das sieht aus wie ein Spiel, was ich und Nina spielen könnten. Das ist übrigens auch so ein Ding. Ganz viele der haben Esel gesagt, nennt die sich immer die PlayStation 5 Pro mal langsam ankündigen. Aber machen sie nicht. Machen sie doch jetzt. Machen sie gleich noch. Achso, ja, das wäre krass. Mit GTA 6. 7. Achso. Das sieht doch cool aus. Nightmares 3, ja, das sieht tatsächlich ganz cool aus. Nee. Ich kann auch kein Star Raid. Nee. Cool für, wie Jace was sagt, cool für die Leute, die cool sind. Das sagt mir leider nichts. LOL. Ja, gut, Publisher von Firewatch. Das ist dann ein Walking Simulator. Firewatch war cool. Oh mein Gott, jetzt hier, das ist Bigfoot. Das ist eine Eule, oder? Nein, das ist so ein Tier, dann muss man sich mit anfreunden und dann stirbt er am Ende. Man hat eine Eule Hörner. Es ist der Wolpertinger. Safe wird das verrecken. Ich hab jetzt schon keinen Bock auf das Game. Ich glaube, das ist dein Companion, einfach durchgehen, oder? Du ja, und dann, wenn es stirbt, ja. So aus. Wie hieß der noch? Kannst Zen-Peter? Das machen. Warum sind die da gerade? Wie sagt man nochmal zusammen einem, war das der Zen-Peter, das Spiel? What? Ja, du, hier, Senna ist doch da, wo du die Kühe immer hochtreibst. Ah, ja, von Senna? Moment, wo die Kühe immer hoch. Es gibt ja einen Zen-Hund. Also das ist wahrscheinlich das, was du sagst. Erdling. Wie ist das denn immer? Ey, das Schlimmste, was bei Minecraft immer ist, ist, diese Tiere durch die Gegend zu schieben. Warum gibt's dafür ein Spiel? Ja, das ist. Also. Warum gibt's einen Farming Simulator, ne? Ich verstehe dich, Ajay, ne? Ich finde das halt eine berechtigte Frage. Das sieht ganz echt schön aus, muss ich sagen. Aber guter Joke. Alright, Gamescom, we have a special guest joining us next. Stimmt, Zen sind Hirten in den Alpen. Also rum war das. Titles like Populous, Dungeon Keeper, Magic Carpet, Theme Park, Black and White, Peter Molyneux. Ich wollte gerade sagen,
Nicht dein Ernst. Nee. Hey, ich komm da. Komm, Peter. Ja, das letzte Spiel war richtig kacke. Egal. Peter. Das ist nicht euer Ernst. Ja, das finde ich jetzt sexy. Don't believe his lies. Also, aber ganz ehrlich, der begleitet einen ja wirklich schon seit ich Videospiele. Ja, der hat mich schon belogen, als ich sechs war. Ja. Nee, der sagt immer die Wahrheit. Der kann auf jeden Fall, das nächste Spiel wird das allerbeste aller Zeiten. Yes, Peter. Er hat gelogen. Das ist gar keine Honor für ihn. So a couple months ago, you and I had lunch in London. I was like, what are you working on? You're like, well, I've actually been working on a game for a number of years. You've kept very quiet about it. Ich glaube, jedes Spiel wohl heißt an dem arbeitet. Weiß ich auch nicht. Wait, so after. Ah, er macht das auf einmal. Er hat aber eine geile Stimme. Von dem will ich mich auch belügen lassen. Komm, Peter, gib es mir. Ja, der letzte gute war Fable 1. I need to come home to PC. Nee, ist Fable 1 älter als Black and White? Dungeon Keeper. Ich glaube schon. Nein, Fable 1 ist doch neuer als Black and White. Ja, genau. Deswegen ist das letzte gute Fable 1. Das kann ich schon unterschreiben. Oder sowas gibt. Masters of Albion. Außerdem war Black and White scheiße. Was? Ja, das war nicht so geil. Das war schon ziemlich cool. Das war cool. Er hat meinen Affen immer die Menschen fressen lassen. Ja, das war mega geil. Aber das war schon ziemlich gut. Ja, das war mal nice für lustig. Fable 2 war auch gut. Ja, ey, ich meine auch nicht. Also, ja, schon. Fable 2 war mega. Also, ich meine, richtig gut war ja Fable. Fable 2 war auch gut. Wenn mir jetzt gerade einfach jemand online gegangen ist, sieht man, es schlecht. Was eine bezeichnete Sache. Ja, wer ist das? Vorne, also. Ja, wieso heißt der einfach schlecht? Warum klatschen die alle für den? Masters of Albion. Ganz komisch, wenn ich die ganze Zeit Bullshit erzähle, klatscht keiner für mich. Naja, das stimmt nicht. Du hast auch nichts gerissen im Leben, Bram. Naja, wenn du dich bei der Gamescom auf die Bühne stellst und scheiße laberst, okay, klatschen die alle für dich. Wir haben jetzt wieder New, Unique und Different. Oh, ist es Siedler? Ja, es ist wieder Black and White, Junge. Nee, du bist viel zu zynisch, du bist langsam alt. Langsam. Das ist Siedler, Leute. Hold Nein, you. Das ist nicht Siedler, das ist Master of Albion. Ja, aber das ist wie Siedler. Es gibt Tower, es gibt. By day, you're tasked with building the town up, gaining resources and money. They are billions. By night, your town will be attacked by many of Albion's creatures. You can design. Da ist die Hand von Black and White, Junge! Die Hand dabei. Das könnte alles sein. Ich finde, ihr seid der Hater. Wieso muss ich dem jetzt ein Sandwich machen, Alter? Warte, war da im süßen Teil gerade Hackfleisch drin? Da war eine Hatze drin. Meat Pie. Es ist wirklich... Es ist Black and White mit Siedler mit Cooking Simulator. Nein, mit jetzt zeig doch mal hier das riesige Tier, warte da. Stimmt, das ist, die Hand gab es ja auch schon bei Dungeon Keeper, jo. Jetzt hat er ein Dach über! Nee, der nicht das smart, zieht die ne? einfach raus. Ja, aber der hat doch ein Dach jetzt rechts. Was macht er jetzt damit? Der triggert mich jetzt. Nee, die Sachen hat er. Night is coming, Leute. And now my town needs defending against the horrors of Albion. And this is my hero's time. Ich hab ihn noch nicht abgeneigt. Geil, der hat einen dahingestellt, der ich jetzt verteidigt. Aber guck mal, wie muskulös der ist. Das ist wie bei Dungeon Keeper. Oh nee, Alter. Das ist wie bei Dungeon Keeper. And now it's time to fight. Okay, das sieht scheiße aus. Das ist ein Kampfsystem, das wir auch in den Arsch schieben können, ne? Wow. Ja, guck mal, das sieht doch richtig kacke aus. Das sieht tatsächlich kacke aus. Nein. Das ist Dungeon Keeper, aber so weit vor. Okay, we survive the night. Okay, das hat mich jetzt. Aber ich find's nicht schlecht. Ich find's bisher auch noch cool. Ich find den Baupart auch cool, lol. Das geil, das Brotschwert. Ja, alles aber ein Brotschwert gemacht. Sehr gut. Gib ihm das Brotschwert. Okay, da kommen, glaube ich, richtig geile Sachen von der Community mal raus. Open World God Game, ja, da sehe ich mich. Grundsätzlich schon, aber es ist trotzdem traurig. Und er hat selber eingesprochen, das finde ich auch schon, hat Personality. Weil das Kämpfen sei ich irgendwie bescheiden. Also, dass Peter Molly nur zurück ist, ist insane, möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Dass ihm überhaupt irgendjemand zuhört, irre. Aber witzig. So, eins wishlistet. Freunde, da kommt wieder ein Gotthard-Spiel. Warte mal, das ist halt ein Netflix-Spiel, ne? Geth war's, mit dem Kugelschreiber. Das ist wie Fall Guys nur. In Willow. In einem anderen Setting halt, in einem
Also das sieht witzig aus, aber die Bewegungen sehen nicht geil aus. Guck dir mal an, wie die laufen. Ja, du musst halt auch mit der Fernbedienung spielen können, ne? Nee, das ist. Netflix-Spiele sind doch am Handy, oder? Ja, ja, ja. Kannst du die am Fernseher auch spielen? Kannst du auch am Fernseher auch spielen? Kannst du am Fernseher spielen? Ich habe auf jeden Fall schon Spiele von Netflix auf dem Fernseher gespielt. Ach, krass. Ja, auch. Geil, Terminator 2, krass. Aber ich weiß nicht, ob die dieselben sind. Das weiß ich auch nicht. Netflix-App. Also Netflix geht voll rein in hier. Ja, ne, die müssen ja auch irgendwie mit dem ganzen Geld machen. Hey, die kenne ich doch aus Witcher. Nachdem die den Netflix-Tarif so viel teurer gemacht haben, müssen wir irgendwo hin mit der Kohle. Wie hieß denn das nochmal? Das sah cool aus. Das sehen wir gleich. Witcher Game ist das gerade. Nee, das kennen wir doch schon. Da kennen wir doch schon. War das gerade Bandai Namco? Ja, war da. Aber die spielt Yennefer bei der Witcher-Serie. Ja, aber die hat dem Hauptcharakter halt die. Ne? Nö. Wusste ich nicht. Ah, das war das, wo ich gesagt habe, das erinnert mich an. Wie hieß das in der Wüste? Das hat auf jeden Fall neue Ansätze, so ein bisschen Assassin's Creed. Das sind genau die Gameplay-Szenen, wo Sepp damals auch meinte, da war auch interessiert. Okay, das ist all over the place, Junge. Das ist schon lange her, dass wir das gesehen haben. Ich glaube, bei Sony hatten wir das gesehen oder so Anfang des Jahres. Genau, an Forspoken hat mich das ein bisschen erinnert, aber war doch irgendwie anders. And it is my duty. Bei Bibi auf jeden Fall. Ja, steht und. Unknown, nein. Richtig cool für Leute, die das cool finden, glaube ich. Ich wage nur Unknown, ja. Könnt mal was zum FM zeigen? Sadomaso? Arena Breakout, Leute! So, Jay, das haben wir gespielt. Richtig gutes Tarkov-Spiel. Problem: Finanzierung ist scheiße. Cool. Ja, genau, das Problem ist halt, du musst für 30 Tage deinen Rucksack. Ja, du alle Sachen, die du kaufen kannst, sind halt 9 oder 30 Tage. Ja, du hast 5 Tage, hast du zum Beispiel dann irgendwie mehr Inventarplatz oder so. Ja. Kannst du reinpayen. Oder du kannst auch dein komplettes Loadout für 30 Euro kaufen. Und dann habe ich dann 9 Tage. Nee, das hast du dann, glaube ich, eine Runde. Aber, also wie, du kannst es dir vorstellen, halt wie Tarkov, aber wir haben es so gespielt, die haben jetzt die Anzeigen ausgemacht, aber du siehst zum Beispiel die Namen über den Spielern, du siehst, wo die Exits sind, du hast eine Karte, die du aufmachen kannst. Das ist halt deutlich einfacher Einstieg. Ja, vom Game war es geil. Du fuckt mich richtig ab mit ihrer Scheiße. Wir haben direkt 2 Dreier- oder 4er-Gruppen getroffen und haben die weggenetzt. Das war cool. Ja, aber das wird keinen Spaß machen, wenn du dann mit deinem Startgear auftrittst und der andere kommt direkt mit seinem fetten Panzer an. Ja, genau. Das hast du aber leider bei Tarkov, finde ich, nachdem die Leute einen Monat gesuchtet haben, auch schon. Ja, kannst du aber schön im Busch hocken und die da von hinten wegknallen. Ja, die Mosin geht auch durch den guten Helm. Ja, richtig. war nicht heute? Heute war doch Tarkov Reset, oder? Ja, heute ist Tarkov Vibe. Ach, deswegen ist Mysterio Online so viele Viewer. Ja, richtig. Das stimmt, die eine Waffe eben hatte wirklich gar keinen Recall. Now, over the years, Blizzard has been a big part of Gamescom history, and this week we are thrilled to welcome them back for the first time since 2019. Diablo-Add-on. Die Diablo-Add-ons haben jedes Diablo besser gemacht und aktuell ist es schon nicht schlecht. Also es ist schon so viel besser als zum Launch. Okay, das ist aber auch nicht schwer. Weil immer schade ist, wenn man so eine Entwicklung überhaupt durchmacht. Ich würde sagen, die sieht nicht nach Diablo-Team aus. Hey, wieso das denn? Wie sieht denn Diablo-Team aus? Mit so einer bunten Hose? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein WoW-Team ist. Das könnte... Achso, ist nur Präsidentin. Präsidentin, das ist nicht Diablo. Präsidentin. Ich glaube, die gehört nicht dazu. Die hat pinke Hosen an, die kann nichts zu Diablo gehören. Ja, aber weißt du, wenn ich Diablo vorstellen möchte, dann ziehe ich ja nicht eine pinke Hose an. Warum ist der Hintergrund WoW-Charaktere? Ich möchte ja auch mein Spiel präsentieren, oder nicht? Diablo. Also dann zieh ich doch was Dunkles an, oder nicht? Warum? Nee, sehe ich anders. Aber ich möchte ganz kurz nochmal sagen, dass Jeff ein kleines Bäuchlein bekommen hat. Ne? Wenn wir schon dabei sind, Leute hier zu schämen für das, was sie anhaben. Ey, ihr macht euch lustig über die Namen von denen, ja? Okay, erstmal WoW. Guck mal, da passt das doch super zu. Da bin ich echt hyped drauf, muss ich sagen.
And I just want to say, ich habe jetzt Chroniken Band 1 durchgelesen. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen aus. Jetzt bist du. Also ich finde, nur noch, die Hose passt noch super zu dem Hintergrund. Ein oder zwei Bücher von WoW entfernt. Ja, aber die ganzen leere Gedöns und Titan-Gedöns ist sehr wichtig. Ja, it's very exciting that this month is time for that, but I know this is, you said, there's so many Warcraft die Hose passt mega zum Hintergrund, ja, möchte ich kurz sagen. Just drop it. Yeah, there's a ton of ways we're going to be able to celebrate, so we definitely hope that ich finde, du solltest Peter nochmal so eine Diskussion reinziehen, sowas hier. Das ist ihm gar nicht unangenehm. So there will be more details on that, but players will be able to earn really cool in-game rewards. And we'll be finding spannend, creative was die erzählt. Ways to celebrate the history of Azeroth together. And also be on the lookout for our very first Warcraft Direct, where the team will share more in the coming doof, months ey. On all the things going on. Ich habe alles durchgespielt. Früher war das Internet, Internet doch cool, ne? Also es gibt eine reine Warcraft Direct. Ja, habe ich auch so verstanden. Ja, ja. Ja gut, Hearthstone. Bei Warcraft wird er 30 Jahre auch. Hat, ne? Also, the Overwatch 2 Team. They've been doing some amazing work. Oh, that Overwatch 2 Team, das hat auch nicht leicht. Serie machen würden oder sowas. Das wäre fett. There'll be a new collab in September. Ja, aber der Film war ja okay. Aber ich glaube, vom Budget hat er einfach sehr viel gefressen dafür. Ja, du kannst ja einfach eine andere, du kannst ja auch in dem Stil von Arcane machen oder sowas. Muss ja nicht ein gerendertes Zeug sein. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann nicht weniger aufwendig ist. Ja, wirklich. Ich kann mir vorstellen, dass keinen mehr gekostet hat damals Warcraft. Also wäre ich dabei. Also auf jeden Fall. Warcraft-Serie, mega. Ja! Diablo-Serie kannst du auch machen. Wie heißt die Klasse? Spirit of Warcraft. Ja. Also die Klasse heißt, die Hose passt nicht zum Hintergrund. Glaube ich. Ich hab schon abgeschaltet. Jetzt wieder rein. Ich wollte nur mal das Feuer schön haben. Ich wollte das Feuer nochmal schön, hat aber nicht geklappt. Spiritborn. Sorry, Spiritborn. Da habe ich. Also, das ist auch schon eine Sache, da habe ich noch extrem Bock drauf dieses Jahr auf dieses Add-on. Mercenary Companions. Mercenary Companions. Ja, zeig mal. Ich sehe jetzt Diablo-Sachen, ne? Sieht nicht aus wie von Diablo. Ist ein Monk angefangen in Diablo? Guckst du gleichzeitig Diablo dann auch die Serie? Ja. Geil. Ich bin Monk in Diablo und Monk in Warcraft und guck mir gleichzeitig die Serie an, Peter. Monk, ja, sehr gut. Bildschirm. Monk ist der einzige Charakter, den ich noch nicht auf 70 freibe. Ich mag diese komischen gezeichneten Sequenzen nicht. Ich auch nicht, das klingt das total lame. Ich höre es ja. Low Effort aus, leider. Ja, also, sehe ich auch so. Auch wenn das wahrscheinlich gar nicht so ist. Ja, Chat, Bram hat sich versprochen mit dem Monk, er meinte in WoW, er meinte nicht Diablo. Das ist richtig. Gut, Monk kann er in Diablo 3 spielen, also kann er sein, dass er gerade spielt, ne? Ich spiele gerade in Diablo 3. Into the light. Yeah! Your blood feeds my blade. Ich finde, Blizzard kann so geile Zwischensequenzen machen. Macht nicht das, was er da gerade macht. Ich glaube aber genau deswegen findest du das scheiße. Nee, das finde ich immer kacke, Jay. Ich finde das tatsächlich auch in anderen Spielen blöd, wenn das nur so komische gezeichnete Sachen sind. Okay. Also vor allem... Also, ja. Fand ich bei Divinity, war das glaube ich auch. Divinity Original Sin 2. Aber Diablo haben die dann angefangen mit... Was war das denn da gerade? Jetzt kommt hier der Gameplay, das ist ja cooler. Mit Diablo 3, dem Add-on, wie hieß das nochmal? Damit haben wir das angefangen. Nee, das war auch in Diablo schon drin, in Diablo 3. Immer zwischen den Akten oder so war das. Also, oh ja, also wir haben einen Bogenschützen, dann hast du irgendeinen... keine Ahnung, was? Demon-Vieh oder was? Ja. Ja, das sind die Mercenaries, hat er gesagt. Okay. Okay. Vier neue Charaktere, super krass. Mercenaries sind einfach Söldner quasi. Ja, die du mitschleppst. In Diablo 2 und Diablo 3 gab's, ja. Ja. Kann ich mich dran erinnern, ja. Okay. Ich kann es dich dran erinnern. Überraschenderweise ja. Muss also aus Einstein ist man auch eine gute Erinnerung. Schlechten Spielen halt nicht. Hello Gamescom. Hi.
Ach, da steht einer, oh mein Gott. Ich habe auch mit so kurz, so what the fuck. Fuck, mit den Klamotten hab ich den gar nicht gesehen vor dem Hintergrund. Ist er mit den Klamotten, würde ich auch Diablo moderieren, also. Alter. It's no exception. We are hard at work at adding new ways to play and new ways to grow in power. Like mercenaries. Nee, der sieht auch aus wie einer von Diablo, ja. What the to fight alongside you in your battle against hell. We're also adding the Kuros Undercity. An all-new multi-layered dungeon that gives you the control on the types of challenges you're gonna see, as well as the rewards you may get. And we also have the Dark Citadel, our brand new co-op PvE dungeon that challenges everything you know about combat and Diablo. Da gibt's eigentlich mal ein Update für Diablo Immortals. Wait, aber sind nicht alle and mechanics. Okay. Sind die da nicht schon in Season 30 oder so in Diablo Immortal? Ja, aber mal irgendwie auf so einer, sowas wie der ONL oder BlizzCon oder so, einfach mal ein eigenes Segment. Damit man BlizzCon gibt's ja nicht. Naja, stimmt, da gibt's gar keine BlizzCon. Fand ich sehr schade. Also es gibt, also es was gibt jetzt kooperativ? Also, ja, es gibt jetzt halt irgendeinen PvE-Dungeon, right, den du zusammen zockst, wie so eine Indie. Ah. Die haben ja auch früher gesagt so, oh, wir haben jetzt geile Weltbosse oder sowas. Die machst du mittlerweile in 10 Sekunden kaputt. Okay. Also, Let's witness the chaos that awaits. Könnte ein Roguelite sein. Berserk ist doch auch so ein Anime, oder? Ist, hat das was damit zu tun? Nee, ich glaube nicht. Boah, Berserk ist ein krasser Anime, ey. Das war doch auch so eine Dark Souls-Inspiration, wenn ich mich recht entsinne. Moment, also meinst du bei Dark Souls darauf inspiriert, das so rum? Genau, also... Ja. Genau, ja. Aber der Anime ist trotzdem krass. Haben die Weltbosse echt länger gemacht? Ja, okay, neue Season habe ich nicht gespielt. Ach so, Bram, sein Lieblings... Trash Knight Hersteller. Das ist wirklich, wenn du ein Trash Knight Game brauchtest, bist du auf Nexon gegangen, hast einfach ein Game von denen gepickt. Aber Manga und kein Anime, ich entschuldige mich. Es gibt aber einen Film dazu, eine Serie dazu, einen Dreiteiler. Ja. Okay, der scheint aber laut Chat schlecht zu sein. Dreiteiler ist jetzt aber auch kein krasser Anime, ne? Ne, so eine Füllentrilogie, nenn ich mal. Ja. Er ist sehr laut. At this rate, you will die. Emperor, you will pay for this. Join me, Blade Phantom. Then I will help you. Ah, hast wieder Paketverlust, Christian, leider. Biggie. Ich muss sagen, Nexon ist für mich so gebrandmarkt, dass ich da in Nexon gesehen habe, in der Sekunde vielleicht gelangweilt. Das Spiel könnte jetzt ein 95er-Game sein und der Elden Ring Killer und davon müsstest du mich so hart überzeugen. Ich finde das halt schwierig, weil bisher hat er nur zwei Tasten, glaube ich, benutzt, oder? Ja, unabhängig von Nexon. Was ist von Nexon? Das ist von Nexon. Ja, was vorher? So weiß ich nicht. Nee, dass du so abgeturnt bist. Der Hatte der die Stimme von Final Fantasy 16? Oh, jetzt lehne ich mich interessiert nach vorne. Das weiß ich nicht, ich hab's nur auf Deutsch gespielt. War das so ein Sith-Angreifer, Aras? Das ist der Sith-Angreifer, das genau. Das hat die deutsche Sprachausgabe. Okay. Ja, sehr gute sogar. Ich glaube, das könnte zumindest interessant werden. Was ist das? Das war das Microsoft Civ. Das sah sehr cool aus. Boah, das ist aber auch krass. Microsoft, müsst tut euch denn echt an, gegen Civ 7 anzutreten? Ja, warum jetzt? Also das sieht leider schlechter aus. Okay, gar aber nicht. Scheint noch ein bisschen nicht. Anders zu sein, muss man sagen. Finde ich jetzt nicht. Was? Okay. Was hast du denn noch so viel schlechter gesehen? Sah das jetzt nicht aus, als die ich bei Ziff grafisch schlecht reingezoomt haben, habe ich mir auch gedacht, das könnte noch ein bisschen Textur vertragen. Das kommt auch dieses Jahr noch, okay. Ja, das kommt im September, glaube ich. Also es sieht nicht schlecht aus, das wollte ich gar nicht sagen. Ich finde aber, Ziff sieht besser aus, wenn ich jetzt gerade vergleichen kann. Krass. Oh, Matteo, geil. Aber da stand gerade Duck and Ducker Mobile, oder? Was? So habe ich nicht gesehen, Peter. Ich meine, da stand Mobile. Kann ja sein. Ich finde gut, dass das 1:1 Ingame-Grafik ist.
Aber ist denn das Spiel Dark and Darker schon fertig? Gute Frage. Frage ist, wo haben sie jetzt den Trailer geklaut, von welchem Spiel? Nice Mobile, schreibt der Chat, Peter. Hast du richtig gut aufgepasst. Ja. Wie sieht es denn da aus? Also Dark and Darker scheint fertig zu sein, laut Chat. Okay, jetzt schreibt jemand, nee, ist nicht fertig. Ich ziehe alles zurück. Ja, die Beta ist auf Steam kostenlos. Das heißt ja nicht, dass es fertig ist, aber du kannst es halt spielen. Also auf Steam steht Early Access Spiel, liebe Freunde. Ja, das ist dann definitiv nicht fertig. Dark aber ja, gibt es dann auch demnächst Mobile. Das ist ja super. Warum machen Leute eigentlich nie ein Spiel zuerst? Dark and Darker Mobile is now available for global. Was glaubt ihr, ist der große Banger am Ende? Now from NetEase Games, this next trailer is a new Hätte es Sith gesagt denn, eigentlich, aber. Das haben wir denn noch nicht gesehen, ja. Dafür kommt ja ein eigenes Panel. Ja. Indiana Jones, glaube ich auch. Ja, stimmt, oh, ja, Indiana Jones. Indiana Jones. Weil das wird, glaube ich. Das ist auch geil. GTA 6 wird nicht kommen, Chat. GTA 6? Auf keinen Fall. Nee, das macht Sektune. Die machen immer einfach ein Video. Droppen einfach ihr eigenes Crossing. Video, wenn die Bock haben. Ich glaube, Gothic kommt auch nicht. Nee, Gothic glaube ich auch nicht. Dafür haben die gar kein Geld. Ja, ist halt aber Niki Infinite hatte Geld, weißt du? Ja, was ist das hier wieder für ein Animal Crossing Twinkle Zwonkel? Es sieht wirklich aus wie Animal Crossing Twinkle Zwonkel. Das wird Peter einfach wieder ewig Stunde um Stunde spielen, glaube ich. Ja, ja. Das sieht nach einem Spiel für Nina aus. Freut mich. Was hat die denn für Klamotten an? Gar keine. Okay. Stabil. Hier werden auch so drei Games, die wir sehen werden, oder? 9 Minuten. Oder zwei. Oh, zwei. Da kommt mal einer auf die Bühne und labert. Sind die um 10 Uhr fertig, oder? Dort, da kommt um 10 Uhr der fertig, Letzte. Aber wenn die um 10 Uhr fertig einer. Sind, dann kommt jetzt noch eins danach. Ja, meinst du? Ja, okay. Indiana. Ja. Indiana haben wir schon lange gekündigt. Kommt auf jeden Fall noch, denke ich mal. Ja, ich glaube, Gothic wird nicht kommen. Aber kommt bei uns auf dem Stream. Ja, richtig. Könnt ihr einfach Donnerstag. Und spielen. Aber Jay will es ja nicht spielen. Das werde ich alleine spielen. So, ich guck zu. Ja, ist okay. Ja. Ich guck dir hinter die Schulter und werde ich Backseat Game des Todes. Ja, das haben die anderen beiden auch gesagt. Yes! Alter. Och, da habe ich so Lust Deutsche. Drauf. Bitte, ey, wenn ihr das mit der Ego check ich noch nicht so ganz. Da habe ich voll Bock auf aber das Ego. Sieht, das sieht so gut aus, Peter. Das ist so ein Spiel, das will ich haben. A great circle. Does it exist? Is it the key to some lost power? That's up to you to uncover. Ich glaube, die Story könnte richtig, richtig gut werden. Der deutsche Titel ist Indiana Jones im Saarland. It's humbling playing a character that's so much. Der sieht gar nicht aus wie Harrison Ford. Ich finde, das sah schon gut aus. Wo hält der denn das da? Nein, der in dem Motion Capture Anzug da. And I never would have guessed that all these years later I would be the one wearing the hat. Mega cool. It's been a dream come true. Ich bin auch sehr gespannt, wie das wird. Er hat große Erwartungen und kann einen großen Fall geben. Ist das Han Solo da? Ja. Han, ist das, ja. Ja, der ist doch jetzt auch beim Marvel-Universum drin. Ernsthaft? Ja, ja. Früher mal gesagt, auf gar keinen Fall, frag mich nicht, jetzt ist er dabei. Ah, ist der Mann groß genug? Dr. Doom. Ja, das ist echt ein Iron Man. Explore. The quintessential all-around adventure. Ah, das ist auf jeden Fall besser, als ihn im Kino mit 3D-Effekten jünger zu machen. Der ist der US-Präsident Thaddeus Ross. Okay. Ah, okay. Ja, okay, heißt das Spiel noch so eine Leben, der kein Held oder sowas. Wenn ich dir sage, wer der noch ist, weiß ich nicht, ob der ein Spoiler ist. Weiß man nicht. The Great Circle spans the entire globe. From Snakeville, ich glaube, er spielt ein paar Sachen, die ich im Chat sehe. Ja. Also, danke, Chat. Mega. Danke für den Spoiler. Weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich auch im Trailer. Ja, richtig. Ach, auf das Spiel hab ich Bock, das ist... Ich finde das auch gut. Ich frage mich, ob das... Also, das Spiel muss halt gut werden auch. Das ist halt wichtig. Ah, das ist eine gute Analyse wieder von Dennis Bram. Alter, du kennst mich. Das ist cool für die Leute, die es cool finden. Deswegen bin ich der Analytiker von Pete Smith. Ja. Er trägt auch die richtige Hosenfarbe. Auf.
Meinst du? Das ist ein incredible way to experience Indiana Jones and I can't wait for you. Sieht aber auch aus von der Physik und allem. Nazis irgendwie rumschmeißen, ein bisschen aufpeichen. Nazis auf die Fresse hauen ist immer eine gute Sache. Tooms kaputt machen. Und ein bisschen witzig. Ich glaube, so viel Action gibt es dann gar nicht, weil das sieht doch schon langsam aus. Naja. Es gibt ja aber auch diesen Cinematic Trailer, wo der hier von den Offizieren da abbaut. Aber es ist halt 2027. Oh, 9. Dezember. Dieses Jahr. Oh. Ah, da kam am 10. September, Dezember, glaube ich, Genshin Impact. Ja, da konnten wir leider nicht. Ah, schade. Kann ich kein Indiana Jones spielen, ja. Da blockieren wir dann leider Twitch, weil ich sehe und ich denke, das ist ein Z-Z-Spiel. Oh, one more thing. Oh. Machine Games und Bethesda? Was ist das? Nochmal Indiana Jones. Game Pass, oder? Kommt jetzt im Game Pass. Na. Oh. Oh, kommt auf PS5. Oh. The game's coming to PlayStation 5 in spring of 2025. Ja, nice. All right, before we gut. Ist ja mittlerweile relativ normal. Halbes Jahr Verzögerung. Ab dafür weiß ich nicht. Also, es gibt ein paar Spiele. Oh, ja, okay. Komm dann nicht für die PlayStation kommen. Was geht jetzt ab? This thing of ours. Die Musik kenne ich. Alter, wieso kriege ich einfach Gänsehaut gerade? Kenne ich das auch? Die Musik kenne ich. Kalt? Nee. Danke, dein. Woher kenne ich Musik? Do not exist among us. The Red Dead? Do you wish to commit yourself? Er sagt mir das gar nichts. Ja, auch nicht, aber. Das ist Red Dead, oder? Das ist doch hier. Nee. Do this. Family. A family is Mafia. Family, family is Mafia. Assassin's Creed? Nee, hey, keine Ahnung. Ja, Mafia könnte sein. Mafia. Eieiei. Ei, ei. Ja, okay. Country? Wer ist macht das denn? Der Mafia-Mafia? Ich sagen. Versteht das? 2K. Kings. Nee. Da hat irgendwas Wolfiges. Hangar 13? Okay. Is the first early look at Mafia, the old country. A thrilling story set in 1900 Sicily during the origins of the Song war nice. We're going back to the roots of what fans love about 19. Jahrhundert, hat er das gerade gesagt? Ja. Okay, also Hangar 13 hat leider Mafia 3 gemacht, die Definitive Edition und Topspin. Zwei Spiele davon waren technisch unterirdisch. Ich möchte auf jeden Fall eine Jacke geschickt bekommen. Die er wieder wegspeisen kann. That was a fun surprise, right? Alright, yeah. Well, that is a hey, wrap on Opening Night Live from here in Cologne, Germany. Yeah, yeah. This December, da sind wir uns einig. 12, aber Mafia 3 war everywhere for our 10th anniversary show, and it's going to be a very special night as we give you a kann ich leider nicht. Das Spiel schon zwei Tage Genshin Impact Endort. Wie war das denn jetzt hier? 9. Dezember wollte ich mir doch aufschreiben. Und wann kann das Diablo Edit? Montags bringe ich das raus? Thank you so much, Jeff. It was really Sif great to be here. Everyone had an amazing time. Naja, Sif kommt erst in einer halben Stunde, wa? Nee, das kommt ja nicht im Anschluss. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen super Wieso denke ich denn 22:30 Uhr? Dann ist das vorbei. Well done, German, as opposed to mine. I'm learning. All right. Thanks so much, Jocks. Thanks, everyone. Enjoy Gamescom. Have a great night. Gucken wir gleich. Vielleicht kommt das jetzt direkt. Danke, Teufelmord. 8. Oktober, ja. Stimmt. Ich fand das stabil. Da waren ein paar gute dabei. Das war für jeden was dabei. Für mich als Anime-Fan, für euch als Diablo-Fans oder Path of Exile. Ja, nur die neuen Sachen. Also da war halt super viel, was bekannt ist, weil es ja jetzt im Endeffekt die Vorschau auf. Wer kam auf die Idee, dass die Farbkombination eine gute ist? Die Farbe sehe ich die ganze Zeit bei meinem scheiß Router. Alter, what the fuck? Ich finde das ganz gut. Also es ist halt immer ein Vorschau auf das, was auf der Messe ist. Und das war auch nicht ganz gut. Ja, aber das war ja schon immer. Ja, ja, eben. Also ja. Ich glaube, anhand der Spiele, die da sind, könnte das echt cool werden. Also ich habe sehr viel Bock, da Sachen anzuspielen. Well, 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 meine Freunde. Wir könnten zum Beispiel im Synchraum nochmal ausgewählte Trailer sehen, wie den Civilization-Trailer zum Beispiel. Nee, keinen Bock. Ja, doch, klar. Ruf mir aufs Backen. Können wir nochmal den Trailer von Genshin Impact sehen? Danke.
Nee, genau, stimmt, für eine halbe Stunde. Ich meine, wir haben jetzt eine halbe Stunde, im Prinzip kann sich auch jeder einen Trailer aussuchen, oder? Das ist richtig. Ja, ich will denselben, den Sepp hat, damit wir ihn zweimal gucken. Ja, können wir bitte nochmal den Anfang von Blizzard gucken, ja? Und uns nochmal, nein. Ich möchte nochmal das Kampfspiel sehen. Mit den Damen. Street Fighter. Ja. Nicht doch nicht Fatal Fury? Ja, das ja, hieß okay. Fatal Fury, ja, meine ja. ich auch. Das hab ich mal. Ich hab dir das nur... Das hab ich mal. Ich weiß ja warum. Also Mafia hat mich jetzt am Ende nochmal überrascht, weil der erste Mafia-Teil war mega geil und danach ging es halt ja, steil bergab. Genau. Und ja, so in so Wellen, weißt du. Der erste war mega cool, der zweite war noch okay, der dritte war noch so... Ja. Also technisch war leider das Remake, also ich glaube eins habe ich gespielt, zwei angefangen und das war technisch jetzt auch nicht irgendwie so das Allerkrasseste. Also. Die Länge der einzelnen Trailer war dann, also hätte ich gerne von ein paar Sachen ein bisschen mehr gesehen. Okay. Yeah. Ich suche die ganze Zeit die News, ob Indiana Jones auf der Gamescom spielbar sein wird oder nicht. Damit nee, soll ja nicht. Okay, weil ich nicht wusste, ob das öffentlich ist, suche ich das gerade ein als News. Aber ist okay. Das war nämlich ein bisschen schade. Das kann man nämlich nicht anspielen. Danke, danke schön. Danke. Bei sowas wie Dune Awakening wurde super lange gezeigt, juckt mich aber dann doch nicht so, weil das mich juckt nicht das. So geilo aussah, fand ich. Ich jetzt. Fand das sehr cool aus. Und auf so ein WoW, also so ein MMO hätte ich mal wieder Bock. Ja, da hätte ich auch Bock drauf, definitiv. Es ging halt nur darum, dass das Spiel halt nicht so geil, also im Sinne von nicht so High-End aussah. Dafür ist halt sowas wie Dragon Ball oder so, da kann ich bei einschlafen, genauso wie die ganzen... Den Raum habe ich euch geschickt. Ah, was für ein Raum? Zum Ranken ja. Nochmal auf den Trailer. Können wir dann ja auch nochmal pausieren. So, Kingdom Come Deliverance 2 könnte man sich ja auch nochmal... Ja, weil da ja. machen die leider auch den Fehler, dass die da sehr nah reinzoomen bei Ziff. Das sollten die nicht machen. Ich fand das zum Beispiel, mir ist das noch nicht aufgefallen, wobei ich den Sprung jetzt grafisch von 6 zu 7 dann auch nicht so riesig finde. Ja, weil in der klassischen Ansicht, glaube ich, in der du spielst, ist das ja auch völlig cool und sieht auch gut aus. Genau, das ist ja, und du hast den volle Kanne rein. Und du hast, glaube ich, performance-technisch ist Civ 6 auch schon echt hardcore, wenn du das auf High spielst. Also dürfen wir uns jetzt alle wirklich noch einen Trailer wünschen, den wir gucken, nochmal gucken könnten? Ja, von mir aus, ich habe Fatal Fury schon in der Playlist. Ja, okay, dann würde ich nämlich... Wait, aber von der UNL gerade? Ja, von mir gibt es Secret Level dann. Secret Level ist aber wirklich cool. Ja, okay. Würde ich gerne nochmal sehen. Das fand ich also, mega fett. Weiß nicht, so weit wie Ara macht halt nicht so viel Sinn, weil man hat nicht so viel gesehen, so... Trailer von Anno gab's nicht, Chat. Also, wer jetzt, also die ONL ist vorbei, aber um 22.30 Uhr kommt nochmal ein Panel zu Civilization 7. Das wird auch live gestreamt, das gucken wir uns dann auch nochmal live im React an. Okay, Loris Tinsen, den Trailer kenne ich nicht. Es gibt einen neuen Dark Pictures Teil, ich dachte, der wäre nach der Trilogie abgeschlossen. Jay würde gerne noch was von Nikki Infinite sehen. Er ist halt ehrlicherweise relativ egal. Ja, du bist doch ein großer Fan von der Serie. Nee, wie gesagt, wenn ich wirklich aussuchen darf, dann möchte ich nochmal die leicht bekleideten Damen. Ja, die habe ich schon drin, Jay. Das habe ich, dann nehme ich da. Die aber bitte dann in Slow-Mo. Also bitte genaue Deep-Analyse. Deep-Analyse. Hätte ich gerne. Welcher Teil war denn das? Also, wovon bist du gerade dran, Christian? Von Dark Pictures. Gab es dazu einen Trailer? Ja, Directive 8020. War der gerade bei der UNL? Weiß ich nicht. Danke. Doch, ich glaube schon. Echt? Wie höre ich den Namen das erste Mal? Also ach ja, doch, der war dabei. Kannst du mir einen Link schicken? Ah, der war in der Pre-Show mit dabei. Okay. Warte mal. 20. Na nee, die coolen Spiele hatten immer nur so kurze Trailer. Das war ein bisschen sad. Ja, weil die müssen auch nicht so viel Zeit kaufen, weil die eh gut sind. Ja, wahrscheinlich. Habe ich dir geschickt. Dankeschön. Okay, Jay. Das gucke ich mir vorher an, bevor ich das hinzufüge. Bei dem wird wieder kontrolliert. Ja,
Zu Recht! Du kleiner Fella. Belastend, ey. Was wird denn das hier geprobt? Was wird denn hier gegen kontrolliert? Was komisch, ne? Einfach mal durchziehen müssen jetzt. Komisch. Okay, also Civ startet erst um 22.30 Uhr. Das heißt, wir haben vorher noch Zeit. Wir könnten das also zum Beispiel nochmal Trailer angucken, die wir gerade schon gesehen haben. Oder die, wie jetzt wie Christian ausgesucht hat, in der Pre-Show laufen, die wir also noch gar nicht gesehen haben. Und wir starten mit dem Civilization 7 Trailer. Und gehen da in die Deep-Analyse. Das ist die der Welt. Weltraum, Leute. Unendliche Hirnlosigkeit. Ich sehe im Hintergrund die Sonne. Ist das wirklich die Sonne oder ist das der Mond, der aber eine Sonnenfinsternis hat? Also. Die sind die Abenteuer des Raumschiffs unter drei. Wait, läuft das bei dir? Achso. Das ist ein altes Sith. Guck mal, jetzt haben wir nämlich nochmal 4K hier. Das seht ihr natürlich bei Twitch nicht. Sorry, bei mir hat das mega geleckt. Ich dachte, du hast so lang pausiert. Ich hatte recht lang pausiert am Anfang. Was ja schon mal super ist, die haben den 2K-Launcher rausgeschmissen. Da haben sich sehr, sehr viele Leute drüber gefreut. Ich fand das jetzt nicht mega schlimm, aber gut heißt für alle, die da doof sind. Ja, der war einfach unnötig, der 2K-Launcher. Wenn du Civilization 6 startest, launcht sich erstmal der scheiß 2K-Launcher und der war unnötig. Ja, stimmt, dann kannst du aussuchen, ob du DirectX 10 oder 11 auswählst. Ne? Ja, also war unnötig, aber ich habe da persönlich als Spieler habe ich da nie den Nachteil gesehen. Wenn das jetzt performancemäßig Nachteile bringen würde, finde ich das doof, aber ich habe. Ich glaube, also, das hat es sogar auch. Jetzt würde ich gerne da nochmal dieses andere Spiel, was da gerade von Microsoft gezeigt wurde, dagegen setzen. Weil finde ich, safe sieht das besser aus. Ja, das liegt aber vielleicht an der Version auch, die gezeigt wird, ne? Fand ich aber auch. Aber also, was mich ein bisschen beunruhigt hat, ist, ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass Civilization 7 auch für die Switch kommt. Und dann dachte ich so, oh was? Gott, was wird das denn dann? Ist dem wirklich so? Ja, für die Switch 2 vielleicht. Aber vielleicht habe ich mich vertan. Kann sein. Das ist der Welt. Ja. Jetzt macht mein Download einen Abgang. Ja, dein Upload auch. Mann, bei mir geht aber auch gerade Port. Ich glaube, bei das TS da. Oh no. No. Okay, switchen wir. Ja. Das dauert auch überraschend lange. Guck mal, wie an. Also hier ist ja auch scheiße. Aber das mit dem Ausweich. Welcher war das denn nochmal? Ja, wir sind gleich wieder back, Chat. Ich hab vergessen, was der Ausweich-TS war. Autobots roll out. Na, in so einem Fall ist das natürlich wirklich angenehmer mit Discord. Hallo? Hallo, hallo? Das klingt besser. Das klingt besser. Die anderen haben das Passwort nicht. Und ich kann das nicht rauskopieren, ich kenne das nicht. Ich kann das nicht kopieren, warte mal. Danke, danke schön. Danke. Warte also mal. Punkt, 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 Punkt. Ja, die Punkte sehe ich auch. Ja, warte. Hör nochmal, Skype ist richtig armselig. Ja, da können wir besser discorden, Alter. Ja, warte, ich try to rausfinden. Ja, try du mal to rausfinden. Ja, Backup TS-Server, so hier. I give you. Ah, okay. Oh, shit, das habe ich jetzt in TeamSpeak gespielt. Okay, aber ich war nicht schlecht. Ich war nicht schlecht bei beiden Typ. Aber warte, man kann ja Sachen benutzen. Ich lösche ja nicht jede E-Mail, nachdem ich sie gelesen habe. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch besser. Ach, Mann, ey. Die Welt ist so doof, ne? Ooh, gotcha baited. Lastend. Ja, das hat nicht funktioniert. So, wir sehen einen konzentrierten Bram, der versucht, eine IP und ein Passwort in das Programm Teamspeak zu kopieren. Na, das ist schon schwierig. Mhm. Da ja, sehr gut. Klo. Oh, das ist eine gute Idee, Christian muss auf Klo. Nee, Mittelfinger.
Hat wohl nicht geklappt. Steuerung C, falls du den Stream gerade siehst, Bram, Steuerung C, Steuerung V. Danke, danke schön. Danke. IT-Service Bram, ey. Was ist da los? Da ist er. Aber das Mikro. Ja, da ist er doch. Perfekt. Ich weiß schon, wie ich ein TS verwendet. Ja, das Problem war nicht das. Das Problem ist halt, dass ich ja ein neues TS habe und ich dann gerade mich gezwinkelt zwungen und habe mich gefragt, warum zum Fick komme ich auf den Server? Und ich habe auf den Notfallserver noch das alte Passwort drauf. Das wurde irgendwann mal geändert worden. Und dann habe ich angefangen, eine E-Mail zu suchen. Und dann dachte ich so, ich habe eine E-Mail, wo das irgendwann mal drin stand. Und dann haben die dann aber Gott sei Dank reingeschrieben. Also Chat, Civ 6 gab es ja auch auf der Switch. Habe ich gerade gelesen, kann ich mich auch daran erinnern. Wisst ihr, ob das eine abgespeckte Version war oder einfach 1:1? Weil ich verstehe nicht, wie das auf der Switch funktioniert. Also es gibt auf jeden Fall, ich habe das gerade ja nachgeguckt und auch gesagt, während man nicht gehört hat, aber es kommt auch einfach auf der Switch und da steht einfach drin, es soll ein Besuch auf der Switch stattfinden. So wird getitelt. Okay, und Civ 6 ist einfach scheinbar auch 1:1, nur mit schlechterer Grafik. Das finde ich ja beeindruckend. Weil wenn wir uns jetzt gerade angucken, was hier da oben passiert, Entschuldigung, dann stelle ich mir das irgendwie schwierig vor. Also irgendwann musst du dann wahrscheinlich zwischen den Runden einfach lange warten, vermutlich. Die Founders Edition kostet $119. Mir ist gerade eingefallen, meint ihr nicht, dass wir den Trailer gleich in dem Panel nochmal sehen? Das ja, wahrscheinlich schon. Weiß ich nicht. Ja, aber nicht in der Deep-Analyse. Da können wir auch nicht pausieren, ist halt so das Ding. Ja, wenn wir nicht alles schaffen, schaffen wir halt nicht alles, ne? Das ist richtig. Das so, Zwinkel-Zwonkel. Meint ihr nicht, dass das ein Render-Trailer ist? Nee, also glaube ich nicht. Also das ist doch kein Render-Trailer hier gerade. Nee, das glaube ich auch nicht. Das sieht aus wie rangezoomt. Ich glaube, das ist das echte Paris. Das ist halt voll reingezoomt und das, also... mein Gott. Das ist das echte Paris. So sieht's aus. Das für das kannst du weitermachen. Nee, naja, also Sepp ist nicht da. Ich hab fast einen Pups gelassen bei dem Witz. Er interessiert sich für Civ doch gar nicht. Also, ich finde, hier sieht man, dass der grafische Sprung von Civ 6 zu Civ 7 auf Anhieb nicht so wahnsinnig krass wirkt für mich jetzt. Also, aber mach mal ein Bild von Civ 7 daneben. Von Civ 6 daneben. Civ 6 Eiffelturm. Ja. Den gibt's ja, also ich meine, wenn ich mir das Model von Civ 6 im Eiffelturm angucke, Peter, ey, tut mir leid, der steht. Ja gut, aber ich kann ja Civ 6 auch auf 4K maximale Leistung stellen. Ja, die Details sind natürlich schon krasser. Also das stimmt, das ist deutlich dichter. Du hast viel mehr Dinger und so, das ist schon... Aber das Gefühl, dass wir da keine... sogar, wenn das möchtest. Bitte ich habe ehrlicherweise das Gefühl, dass wir da keine Bezirke mehr sehen. Kann das sein? Nee, das würde ich nicht anzweifeln. Also wenn du möchtest, das ist ein 19-Sekunden-Video, da kannst du bis zum Ende machen und einfach mal da reingucken. Da kannst du direkt sehen, den Eiffelturm, fertig gebaut, 1:1 daneben. Das ist schon, sind schon Welten. Das mache ich also jetzt aber hier ohne Synchron. Ich jetzt in dem Wiki-Eintrag davon, also der Stil ist halt auch anders. Das ist nicht ganz so comic-lastig. Ja das Welten. Ist, okay Bram, das, was du mir gerade geschickt hast, ist aber auch nicht die Optik, die ich jetzt bei Civ habe, muss man natürlich dazu sagen. Nee, aber die Sache, die am Ende da, das ist jetzt nicht 4K, okay, aber du siehst ja trotzdem vom Detailgrad her, wie das allein schon aussieht. Das ist richtig. Das ist bei so einem Hardcore-Strategiespiel, das meiste, worüber ihr diskutiert, die Grafik finde ich auch. Nee, das ist ja das aber erste, kann man ja nicht das ist die erste weil Reaktion. Das Bild hier sehen. Ja, genau, das ist ja erstmal die erste Reaktion. Klar, weil das ist ja das, was man erstmal sieht. So. Und Detailgrad ist natürlich bei so einem Strategiespiel, finde ich, jetzt schon nicht irrelevant. Also auch so, was du halt siehst, ob das schön ist oder nicht schön ist. Dann werde ich ja wieder 1000 Stunden sehen wahrscheinlich. Finde ich ja schöner, wenn es schön ist. Ja. Deswegen hast du ja auch deine Frau rausgesucht. Genau. So, Bezirke. Sehen wir Bezirke? Ich sehe keine Bezirke. Stunden ich sehe Wunder, ich sehe Notre Dame, ich sehe den Eiffelturm und noch so anderen Schlüsse, die ich nicht erkenne. Oder ein bisschen weiter rausgesucht. Oder, also hängt das bei mir gerade? Nee, wir sind gerade noch einfach bei diesem Standbild, worüber ich reden wollte. Ah, okay. Aber okay. Das Gameplay ist captured on... Achso, ich wollte das ich auch wusste nicht, ob wir weiter analysieren. Nee, hab ich nicht. Das war ein Wüste. Also es gibt wieder Wüste, es gibt wieder Schnee. Ja, das ist halt krass, ne? Das sieht aus wie ein Händler, by the way. Ja, genau, ist das ein Händler? Genau, das ist ein Händler, würde ich sagen. Also, und wenn ja, ist das relevant, dass der auf dem Fluss fährt? Oder ist das quasi nur so
adaptiv, ob das jetzt aber die Karawane ist mit dem Auto oder nicht, spielt keine Händler Rolle. Dann, ne? Ein Flusspferd lebt ja eher in Afrika, muss man sagen. Ne? Und auf der anderen Seite. Aber ist das denn eine Einheit, die du befehligst? Das ist doch so ein... bei Civ 6 läuft der Händler immer automatisch. Genau, das passiert im Endeffekt, dass der hin und her fährt. Ja. Und halt auf das sieht aus wie eine Färberei oder sowas. Ich finde das viel krasser, dass einfach da diese ganzen Wohnhäuser da überall sind. Das sind alles Bezirke, also nicht Bezirke, das sind ja alles Hexagons. Was machen die Wohnhäuser? Das ist nicht ein Stadtding und ja, dann hast du einen Theaterbezirk, dann hast du so einen Bezirk, sondern du hast ganz viele Wohnhäuser. Deswegen sage ich, es gibt keine Bezirke mehr. So ja. Oder es gibt Bezirke. Es könnte sein, dass es Bezirke gibt und du musst aber, einer der Bezirke ist vielleicht auch einfach Wohnraum. Also dementsprechend, wenn die Stadt leveln willst, dann brauchst du halt auch immer ein Feld Wohnraum, was du dann bebaust. Ja, du hattest doch da deine 6 Bezirke oder sowas in Civ 6 und dann deine Stadt und da drüber rum hast du ja dann mit den Arbeitern dann die Felder ausgehoben. Ja, genau. Shit. Und so jetzt, wie ein Bauernhof oder so. Das genau, sieht und ja danach nicht wirklich aus, außer der oberen Teil. Aber jetzt könnte es halt sein, dass du immer ein Wohngebiet bauen musst für jedes Level, was die Stadt hat, weil die Level sind ja auch Bevölkerung. Oder zwischen das den Bezirken sein, ja. Urbanisieren die automatisch. Was? Wenn das so viel größer ist und die Stadt jetzt nicht mehr nur so ein Feld ist oder so, also wie lübt denn das da mit Stadtmauer? Also das wird man dann sehen, ne? Das ist eine gute Frage. Hier sehe ich noch keine. Das und machen links wir könnte eine sein. Halt irgendwas, ne? Damit deine Stadt nicht das einfach, da läuft einer rein und sagt, meins. Ja. Also die Schiffe sehen geil schon aus. Deutlich, die Schiffe sehen cool aus. Das ist schon deutlich detaillierter, muss ich auch sagen. Ja. Also hier sieht man ja dann so einen Zeitraffer und du hast schon von Anfang an relativ viele Wohngebäude. Kannst du mal den Zeitraffer von vorne starten? Wir wissen, was das erste Gebäude ist, falls das geht. Ich glaube, das ist nicht von Anfang an der Zeitraffer. Oh, Entschuldigung. Da muss ich jetzt aber machen. Der Koloss von Rhodos, glaube ich. Doch, du weißt, das links oben das Gebäude mit der Kuppel, das ist das erste Gebäude gewesen. Würde ich nicht sagen, das sind Steinmetz. Da waren mehrere. Hinten rechts ist der Marktplatz, das würde ich eher sagen. Was hier nee, also ich kann, ist, ich, wenn, ich, wenn ich scrolle, ist das erste große Gebäude, das links oben was steht. Also da, ich habe genau ein Bild gerade, am Anfang oben, von 33, von den Frames. Ich habe es genau, wenn ich da die ganze Zeit draufklicke, bei mir. Ach, das ist krass, bei mir zeigt dir direkt die halbe Stadt. Ja, bei mir auch, ich bin auch verwirrt. Aber das schaffen wir doch Mitte, du kannst es nicht langsamer machen, ne, für alle. Nee, aber was heißt denn das jetzt? Keine Ahnung, wir wissen es nicht, wir werden sehen. Wahrscheinlich 14 Minuten erfahren. Ja. Geht aber tatsächlich deutlich höher, ne? Ist nicht eine flache Karte, sondern wir haben hier ordentlich Höhenunterschiede. Das ist richtig. Was sagst du, Chris? Punkt. Drücken Sie Punkt. Punkt? Punkt, Komma für Frame by Frame. Oh, da sind die Stadtmauern. Das funktioniert in unserem... Achso, doch, warte. Das sind die Stadtmauern, Leute. Muss am Ende von 33 am Anfang von 33 gehen, Entschuldigung. Funktioniert das bei euch? Nee. Ist ja wichtig, dass bei dir funktioniert. Also jetzt ein zurück. Nee, das müssen wir machen. Also ja. Da müssen wir manuell mitmachen, aber so kommst du tatsächlich dahin. Da hast du den ersten Frame dann und da ist das. Ja. Weil im dritten Frame ist, also zwei Frames weiter ist schon das Steinding da rechts. Ja. Ja, das heißt, wenn du eine Sache baust, generieren sich die Wohngebäude einfach drumherum. Im ersten Frame siehst du aber auch, guck mal, wie groß die Stadt ist und wie groß die Einheiten sind, die da mit. Ja, das ist so geil, wie die da rumlaufen. Hier hast du so automatische Aufklärer, die dann durch die Gegend laufen. Oder halt Aufklärer, siehst du hier. Ah, das ist ja voll geil mit dem Frame by Frame. Naja, wir racken noch nicht so lange. Hab ich dich direkt hier gezeigt, ne? Ja, das funktioniert halt zusammen nicht. Ja, das ist halt blöd, doof, ja. Da haben sich dann auch Mauern ergeben übrigens, Alter. Ja. Okay, also Hexagon ist jetzt safe wieder. Da hast du doch gerade einen super Überblick gehabt über dieses gesamte Spielfeld, da. Ja. Okay. Da siehst du auch die Stadt, da sind Stadtmauern außenrum. Das sieht da komplett anders aus. Das sieht aus wie Bezirke. Kannst du mir erzählen, was du möchtest? Ey, wo sind denn da Bezirke? Finde ich auch. Auf einem Hexagon einfach. Nimm rechts unten die Stadt. Ja, das sind doch safe. Abgeschlossene. Genau, links, das Ding ist doch ein eigener Bezirk, oder? Und nicht? Unten der Tempel ist auch ein Bezirk. Auch, könnte auch ein Wunder sein, oder? Könnte auch ein Wunder sein. Welches denn? Ja, eins von denen. Weil, wenn ich mir das halt bei der oben. Ja auch selbst ausgedacht, also so ausgedachte Wunder. Also ich sehe gerade vier Städte. Nee. Alle vier sind mit einer Stadtmauer umgeben. Zwei, die beiden oben haben nur ein Hexafeld, die anderen haben drei Hexafelder. Ja. Und dann siehst du halt, also, ich würde auch sagen, dass es sowas wie Bezirke gibt. Ja, kann natürlich sein. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall ganz anderes Gameplay haben. Ja, safe.
Also das glaube ich schon, so wie das aussieht. Gerade interessant. Bei da waren wir Contains. Da bei 1:09, 1:06. Wenn du mal ganz kurz dahin springst, Peter. Ja, kommt. Ja, jetzt den. Die sieht man nur ganz kurz mit diesen Phalanxen, Speerträgern. Und ich frage mich gerade, ob das jetzt nur die Kampfanimation ist, die verlangsamt ist und dann stirbt einer, oder ob das Kampfsystem anders ist, im Sinne von, es gibt wirklich rundenübergreifende Kämpfe von Einheiten. Ich glaube, das ist ja einfach die Animation. Dauern, das ist die Animation. Das ist die Animation, die du so einfach ausgemacht hast bei Civ 6. Du hast die. Da hast du ja auch Panzer, die auf Städte schießen bei Civ 6 und so. Also, die schießen ja auch. Aber ja, klar. Halt deutlich langsamer. Mhm. Sind die Höhenunterschiede so viel krasser, weil da dem Chat so aufkommt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vorher war halt flach. Genau. Also du hattest Berge. Du hast aber doch einen Vorteil gehabt, wenn du von oben nach unten geschossen hast. Genau, also du hattest Hügel, du hattest richtige Berge, aber nicht das ganze Gebiete in der tieferen Ebene liegen als andere Gebiete. Ja. Also da hinten rechts die Felsen zum Beispiel gerade. Ja, vor allen Dingen das Gebiet links unterm Felsen, das ist halt ein Riesengebiet. Ich weiß gar nicht, wie sich das dann mit Gewitter und so aus... Ja, Gebietsvorteile auch. Ja. Welcher Schuft wirft überhaupt eine Atombombe auf irgendeinen Dorf, was 5000 vor Christus ist. Ja, stimmt. Ja, auch daneben. Eins ist super. Das ist ja ein Dreierfeld, glaube ich, oder? Ja, das ist Gold. Ja, geil. So, wieso steht da? Ja, okay, pass auf. Also, was ich ein bisschen faszinierend finde, ist, dass die ein bisschen weg sind von dem Comic-Look, aber nicht komplett. Ja, aber die trotzdem schlechter aussehen gefühlt. Ja, aber das ist, glaube ich, weil es Alpha ist jetzt. Ja, ich verstehe aber, was ihr meint. Ich finde, diese Helden sehen tatsächlich jetzt nicht so unfassbar aus im Aus. Aber weil sie jetzt auch irgendwie nicht so charismatische haben, wie man sie halt so kennt, oder? Also ich weiß nicht, ist wahrscheinlich Cäsar und hier... Cäsar und Kleopatra. Ja, Cäsar und Kleopatra. Dass das rechts Cäsar ist. Also links... dann lass es irgendeinen anderen sein, den du schon mal gehört hast. Also... Bayern. Ja, okay, also man erkennt, dass das Römer und Ägypter sind. Richtig. Also ich finde, die Welt sieht deutlich schöner aus. Die bei den Helden muss vielleicht, oder bei den Drews muss vielleicht noch was gemacht werden. Aber die stehen sich jetzt scheinbar so gegenüber. Das kann ich vorher auch noch nicht so gesehen. Na, kann sein, dass die einfach nur übergeschnitten haben. Ja, das kann auch sein. Ja, da war ein Zug. Und es gibt auch weiter wieder Vulkanausbrüche, finde ich awesome. Und Gewitter und Unwetter. Ja. Da hast du den Hieser Typhoon schon gesehen? Nee. Wir haben Tornado am Anfang gesehen. Also Hurricane. Beim Wasser. Ah, man darf wieder 5 Tage früher spielen. Ja. Cool! Ja, Moment, so, du kriegst schon einmal einen Helden, oder? Und Shawnee Pace. Oder ach so! Warte, das habe ich nicht gesehen, Pre-Order. Tecumseh. Shawnee Pack. Ja, okay. Da stand irgendwas mit einem Zwinkelzeichen. Ja, das ist die Deluxe und Faunus Edition. Die Faunus Edition kostet 119 Euro. Okay. Habe ich gerade schon nachgeguckt. Und auch für die Switch kostet die 129 sogar. Es gibt das für die Switch? Nicht wild. 129 für die Switch. Okay, aber 11.02. geilo. Ich muss ganz kurz auf die Leute. Ja, wir machen weiter, ja? Ja, ist okay. Ja. Mich aus oder nicht, wieder mal. If anyone should disrupt my plans with headstrong acts of violence, there will be consequences. Guter Synchronsprecher. Ja, ist auch geil, sich das nochmal nachher im 4K anzugucken. Ist nochmal anders. Ja. Ja, das sieht ein bisschen besser aus als... Ja, sieht schon echt nice aus, ey. Ich muss ja sagen, ich bin mit Henry nie weich warm geworden. Heinrich ist halt so viel geiler. Spielt man beide? Ich bin auch gerade überlegen, wie war das denn beim ersten Teil? Wie spielt man beide? Der heißt auf Englisch Henry und auf Deutsch Heinrich. Ach, so war das. Ja, okay. Ich glaube, ich habe auch sogar die deutsche Variante gespielt. Ja, deswegen. Ich habe auch die deutsche Variante da gespielt. Ja, stimmt. Weil ich das Let's Played habe, ey. Insane.
spielt man beide. Ja, ja, gut, ich wusste gerade auch nicht mehr, was das ist. Ich habe nicht gespielt. Na. Ah, das sieht so schön aus. Hundspot? Ja, hab ich auch nicht verstanden. Ja, der hat Hundspot, hat der Untertitel gesagt. Ja, ja. Ja, kämpfen am Anfang war schon übel schwer, ey. Mhm. Wenn du da dem Falschen auf die Nüsse gegangen bist, war nicht so gut. Das war schon insgesamt alles recht. Also ich fand's. Also das ist derselbe Charakter, oder was? Ja, ja, genau. Ja, das ist eine Fortsetzung. Ich glaube, direkte auch, oder? Aber ich habe den ersten nicht durchgespielt. Ah, ja, da hat man gegen den bösen Fabian Sigismund gekämpft. Ey, wieso ist das hier? Das ist aber nicht das, was mir versprochen wurde. Entschuldigung, ich muss mal kurz vorspielen. Das ist der große Trailer davon, Peter. Ja, ey, ich bin so enttäuscht, Peter, ne? Ich bewerte es. Ah, ja. Warum sind da jetzt Typen bei? Ihr habt den langen Trailer rausgesucht. Ja, ich hab den rausgesucht. Dann sind wir schneiden alle Männer raus und dann ist cool. Ja, Chat, wir sind gleich bei dem Sifting. Gain access to Rev Blows and Strength Buffs when your health gauge enters your selected SPG zone. Das ist jetzt voll enttäuschend. Ja, tut mir leid, Jay. Classic Series Mechanics are Jay hat viel mehr angesprochen, wenn da 30 Sekunden Pause sind als 2 Minuten Gameplay. Ja. Ich glaube, das wird auch nicht besser hier. Nee, das macht das auch nicht besser. Na, tut mir leid, Jay. And 3 days of wow, ich hätte das einfach übersprungen. Kannst du nicht einfach nochmal bei Minute Sekunde 40 war das? Einfach stoppen. Ach, das war das, was Bram wollte, ne? Ja. Das ist natürlich krass. Cool. Kommen wir zurück zu Bram, wenn Bram wieder da ist. Jetzt gucken wir erst das, was Christian wollte. Was hat denn? To just take your life in your hands and soar. I think that's in us all, isn't it? At least that's what my dad taught me. Oh, sowas wie Event Horizon oder wäre ja mega. Ist das von den Until Dawn machen oder was war das? Ich meine, das ist von Supermassive Games, ja. Wie süß. Ich finde Directive 8020 keinen guten Namen. Aber ja, ist ein Dark Pictures Game. So sieht unsere Welt mit Affenpocken aus. Das ist richtig. Wild. Finde ich aber geil. Also die Spiele haben Spaß gemacht. Den einzigen, den ich nicht ganz so gut fand, war... Oh, ist auch nicht mehr lange. House of Ashes? Nee, welcher war denn das? Da, wo man in der Wüste da rumgeeiert ist. Hier nochmal der, warte, habe ich das richtig Also gemacht? Der war trotzdem noch okay. Nein, falsch. Aber... Nee, der erste war gut, Peter. Ja, hier der Link und da müsst ihr ja noch spulen und dann ist er doch gar nicht mehr so lang. Hier der Link, da müsst ihr noch spulen? Wo bist du gerade? Sif. Ja, beim Sif. Das hat einen eigenen YouTube-Stream. Ach so, oh mein Gott. Ich dachte Video. 1080p, da gibt doch YouTube viel mehr. Danke, danke schön. Danke. Ja, Chad, ich war heute noch beim Friseur. Dankeschön, dass das so häufig positiv aufgefallen ist. Extra für die Gamescom? Extra für die Gamescom, natürlich. Für die Pete's Beat Community nochmal schick gemacht. Ja, wie sieht man das? Hast du auch so Rallye-Streifen wie ich? Was für Streifen? Kackstreifen? Rallye-Streifen. Achso, Rallye-Streifen? Alter, hast du mal in meine Kamera geguckt, Peter? Nein, Peter, keine coolen Rallye-Streifen, schade. Rallye-Streifen hast du doch eigentlich ach, anders, das oder? An der Seite ist mir noch nicht aufgefallen. Aber nee, habe ich nicht. Hab keine coolen Rallye-Streifen. Das ist okay. Also Chat, ne? Bevor es jetzt hier sofort losgeht, ihr habt gesehen, ich habe oben links Werbung eingeschaltet, weil wir mit 2K zusammenarbeiten. Die machen mit uns eine größere Geschichte. Unter anderem schauen wir uns das jetzt an. Wir dürfen das Spiel morgen auch auf der Gamescom selber ausprobieren. Ihr könnt das auf der Gamescom euch angucken, leider nicht selber spielen, aber in Halle 6 gibt es da Sachen zu sehen.
Und bis nach Februar kommen da hoffentlich noch geile, coole Sachen. Aber 2K hat sich halt überlegt, okay, mit welchen Let's Playern oder YouTubern oder Gamern können wir in Deutschland zusammenarbeiten. Hat sich alle angeguckt und ist natürlich bei uns gelandet, weil wir sind halt die krassesten Civ-Gamer. Wieso seid ihr 10 Sekunden vor mir? Leute, ihr könnt bei YouTube immer spulen, indem ihr die Wiedergabegeschwindigkeit mal schnell auf zweifach setzt. Spult er vor, Junge. Nee, das können wir nicht von der GC leider nicht streamen, aber wir können im Podcast, den wir dann am Donnerstag aufnehmen, zumindest drüber reden. Dark Pictures haben wir doch gerade gesehen, Mr. Diamond Hands. Yes. Directive 80. So, Bram, spul schnell. Es sind noch 40 Sekunden. Ich bin der Spuler. Ah, bist der Spuler. 5 Sekunden, 30. Achso, und wenn ihr mehr Infos über Civ 7 haben wollt, ne, Ausrufezeichen Civ 7, gerade auch nochmal vom Bot gepostet, oder auf dem Panel unterm Link klicken, da gibt's noch mehr. Ein bisschen haben wir ja auch schon gesagt, also scheinbar kann man da jetzt online, direkt alle Store-Pages sind online gegangen, ne, wie das halt so ist, wenn man so ein Spiel ankündigt. Da gibt's dann in dem Steam-Beschreibung zum Beispiel noch mehr Infos, aber die lesen wir jetzt. Also ich habe jetzt noch 10 Sekunden, richtig? Ja. 9, ja. 8, 7, 6... Los geht's. Ab 10, dann kann ich ja bald mit Judo spielen. Lol, bald. In 9 Jahren. Ah, Narrator gibt's, stimmt, ja. What? Der Narrator? Ja, der die Geschichten erzählt im Spiel. Das war doch letztes Mal der von Game of Thrones hier, der immer stirbt, oder? Sean Bean. Ja, der hat doch immer am Anfang die Civilizations vorgelesen. Ja, stimmt. Okay, wer ist jetzt der Narrator? Das ist doch... Tarf. Brian vom Tarf heißt hier im Spiel, genau. Ja, ja, aber wie heißt die Schauspielerin nochmal? Fast mal ins Gesicht ist das. Ja, das ist fast mal... Leute. Wie heißt die denn nochmal? Sean Bean heißt sie nicht. Gwendolyn Christie, ja. Ja. Die hat eine coole Stimme. Ja, die hat wirklich eine coole Stimme. Einmal lauter Chat. Eine richtig geile Doku-Stimme. And destroyed the indestructible. Ordinary people chose to change the world, chose to dream, to build, to hope, to always hope. And if there's hope for one of us, there's hope for us all. Now it's your turn to reimagine civilization and build something you believe in. Some camera angles adjusted. Meinst du, Gwendoline ist nicht zu sehen im Spiel? Schade. Ja, eigentlich nicht. Aber die hat gerade gezwinkert, in ihr gezwinkelzwunkelt. Keine Ahnung, wer ist die Britin? Echt, ich die Britannien. Ja, und aber mit ihren Augen hat sie mich verführt. Oder das ist schon ein Zeichen, dass es eine Game of Thrones Mod irgendwann gibt. Oder in Baltimore sitzen die. Okay. Hello, Civ fans. Da ist er doch. On behalf of all of us here at Firaxis Games, we'd like to welcome you to a first look. Er hat damit nichts mehr zu tun. Der sieht aber immer noch genauso aus, wie ich den seit den 90er-Jahren in Erinnerung habe. Looking back 30 years ago, civilization was created during a time when we were still learning what games could really be. We were searching for that next big challenge to take on. Which led us to thinking, what could be greater than putting the entire history of the world into a video game and make it fun. 3 decades later, it's because of your passion. Alter, 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 Stuhl ausgestellt wird, wo wir mal drauf gezockt haben. In every game of Civ, you've gone on a journey to build an empire to stand the test of time. And now the journey continues. Prepare to take just one more turn on February 11th, 2025. Das ist so cool. Lecker, Alter. When we launch Civilization 7 across PC and consoles, all on day one. The first time in franchise history. Alle gleichzeitig. This is by far the biggest, the most ambitious game we've ever made at Firaxis. It represents a significant gameplay evolution for the Civ franchise. And it's a game we plan to support for many years to come. Okay, Guy. Today, you'll learn about the vision for the game, the driving force that inspired our biggest new feature. You'll see your Civ world brought to life like never before. And you'll discover why Civilization VII promises to be a revolutionary new chapter in this franchise that we all love so dearly. Please enjoy. That's right. Bin gespannt, was das Neue ist. Civilization is the foundation of Firaxis.
Whether you've been playing since the MS-DOS days or have joined us more recently, we're so grateful for your continued passion and support. When you walk around our studio, you can feel the energy and excitement. You can see how inspired our people are to come in and do the next game. Schön, dass du ein Mitarbeiter hier bist. Ja, die Mitarbeiter kommen auch alle nach morgens zahlen. Your goal in Sin is to build an empire to stand the test of time. Heißt der richtig gut. Meinst du, die haben da echt so eine Bücherei? Led by a famous historical leader, kann ich mir auch vorstellen. Da war gerade eine Schweiz-Flagge von mir. Da finden die unterschiedlichen Wunder wahrscheinlich. Ich habe eine Flagge erkannt. Wie kurz der Zug ist bisher. Civics you want your society to uphold. And you compete with others on the world stage. Engaging in diplomacy, Benjamin Franklin. Negotiating alliances. Hier wär's Lao Tzu und die sind sich tatsächlich gegenüber die ganze Zeit. Ah, die ist in every civilization game, nicht so viel erkannt, your empire has always been represented by a single civilization. You play through the entire span of history as that one civilization. Yeah. This time around, we want to take you on a new journey. Wie geht denn bei den Ägyptern? For the first time ever, in Civilization VII, the story of your empire isn't just that of a single civ, but several connected together through time. At the dawn of each new age of human advancement, you'll select a new civ to represent your empire. You'll build on, carry forward your previous achievements, humankind, while unlocking new gameplay bonuses to reinforce or pivot your strategy. And by the end, you'll have forged a unique path through history. Ich weiß überhaupt nicht, was da gemeint ist. To show you what we mean, let's take you through the story of one such empire. Das macht halt Sinn, da die Ägypter sind jetzt nicht gerade die krasseste Welt. Ja, aber wählst du die dann einfach aus, oder wie funktioniert das? Weil es gibt ja starke und gibt nicht so starke. Genau, so wie bei Jungen. Ja, die werden ja perfekt gebalanced sein, nehme ich mal an. Ja, total, 100%. The age of antiquity. Finde ich aber gut, das macht das ein bisschen dynamischer nochmal. Where humanity begins to take its first steps into the annals. Chad ist teilweise nicht so begeistert von diesem Das ist schon mal geil, gefällt mir. Leads the civilization of ancient Egypt. Da kannst du halt deine Ausrichtung nochmal ändern, wie dein Gebiet ist. Winding river, wir sehen dann Tat. The seeds of our people are rooted in sand and water. Mit dem Nebel ganz nice. To discover what treasures and dangers lie beyond, a brave scout begins to survey and map the surrounding lands. Wenn du so das Spiel spielst, du ja 20 Jahre. Ja, deswegen macht das jeder aus. Ne, das ist halt ganz cool, dass das halt auch so kommentiert wird. Und die Story ist mega geil, aber... Okay, das kennen wir. Das ist bisschen noch mehr alles. Guck mal, jetzt hast du das. Du baust das einfach dann jetzt, oder was? Ja, sag ich doch. Für jedes Level der Stadt. More food available. Our people look to make improvements to the land. Also könnte ich mir alles verkaufen mit der Stimme, wa? Ancient fruit, ripe for cultivating, is spotted. Dates will provide more sustenance for our citizens. And their sweetness will make the people happy. Ja, okay. Ja, kennen wir. Luxusgut. Is constructed to harvest this valuable resource. Over time, our city continues to grow. As more urban and rural developments spring forth, ich könnte das nachvollziehen, wenn so eine Stadt größer wird, als we pursue advancements in technology to serve the needs of our people. Finde ich auch gut. Ja. Breakthroughs in irrigation further enhance our food production. Also wie bisher, while sailing unlocks our ability to traverse the nearby waters. Kannst du deine Multiplayer nicht einfach kaputt machen? Gucken wir mal. It is now possible to journey further. Also der Kart ist schon nice, den könnte ich mir auch nie satt sehen. With a deft hand, du kannst das Flüsse auch travels along a navigable river. Their tenacity is rewarded with the discovery of a breathtaking series of waterfalls. This natural wonder of the world attracts the imagination of our people. And brave settlers begin the long trek to claim new land for the Egyptian Empire. Der Bereich ist auch relativ groß für die Stadt, oder? A new town is established near the majestic falls. Schon. A town starts to puzzle the beginnings and is initially used to gather nearby resources. Perhaps in the future, alle fünf this town will grow large enough to specialize and gain its own identity as a city. Nein, wieso?
our expansion does not go unnoticed. Ach komm, wie krass da gerade reingezogen. A foreign scout is spotted, revealing the existence of a nearby independent power. Ja, also allein schon. Initial hostilities are tempered over time, der Größe der Stadt. As friendly relations begin to form. Okay, nicht unbedingt Barbaren, and sondern auch eine neutrale Stadt kann böse sein. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich habe das richtig verstanden. As we continue to expand and explore the continent, aber da sehe ich jetzt nicht so krassen Höhenunterschied. Nee, stimmt. Na, optisch aber schon. They are eager to engage in a bartering of ideas and goods. Spiel Ashoka. Trade routes are established, providing mutual access to each empire's resources. Erst denunzieren, warum wird das but getradet? Growth does not go unnoticed. Immer denunzieren, richtig. Our neighbor's ambitions rival our own, setting us on a collision course. War müsste mehr Gründe geben, Leute anzupissen. Is no longer avoidable. A great army is raised, led by formidable commanders, who spur our forces quickly across the land. Du kannst jetzt gruppieren, oder? Ja, irgendwie schon, ne? Spears and arrows make way for iron swords and armor. The battles are guck mal, hier sind auch wieder Einzelteile abgefackelt, wie bei Civ 6. Ja, du kannst ja Blumen haben, genau. Victorious. District captured. Nicht City. Okay. Also geht das. But the challenges of this age have shaken our mighty Egyptian empire to its core. The world changes. We feel the pages of history turn as the age of antiquity comes to a close. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, genau. A new age of human advancement approaches. The age of exploration. A new age brings forth new challenges and new opportunities. Ach du Scheiße, ist das kompliziert. New resources ja, das war halt to acquire. Sah aus, als wenn du da einfach einen neuen Tech Tree hast. New lands to nee, du konntest vier explore. Sachen auswählen nee, von den Boni. Ja, so die Ausrichtung, ja, oder? Ja, Religion. Age, wie bei Religion, ja, ähnlich. We must adapt and select a new civilization to represent our empire. Nee. Nee. One that is better equipped to take on the challenges of the exploration age. Die musst du dann alle kennen. This new civilization builds on top of its past legacy. Warum konnte ich nur drei aussuchen? And our actions in this age will inevitably influence the future yet to come. Waren da nicht gerade drei? As we evolve, so too do our neighbors. The stage is set. Okay, man bleibt aber die, also die Person, die einen... Will ja, du bleibst du kannst quasi dann so sagen, so, yo, ich mach jetzt mehr Wirtschaft oder mehr Krieg oder irgendwie genau. Sowas, wenn ja. Ich nicht verstehe, oder? Ja, genau. What kind of empire will you make? What strategies will you pursue? Ach, das waren die Independence, okay. Ja, du kannst die befremden oder Krieg gegen die machen. In Sid Meier's Civilization 7. Also man wechselt nicht den Leader, sondern wechselt nur so eine Ausrichtung quasi, so eine zusätzliche Fähigkeit quasi. Ja. Oder? Ja. This is made possible by our biggest new feature, Ages. Ages are inspired by a transformational idea for Civ, that history is built in layers. This idea is a way of understanding how civilizations have grown, changed, and evolved over time. Think of the first civilizations of the world as creating an initial foundation. As a civilization ja, grows, ich meine, du kannst new layers are added to that Norwegen foundation zu in the form of things like technologies, schools of thought, ja, genau. Halt so, so habe ich das auch verstanden. Civilizations oder sonst faced was. With a crisis that Indien defines auch, their time Wirtschaft must oder evolve. Religion oder so. When that ja, happens, so, these past cool layers sein. Don't disappear. Instead, they now serve as a new foundation for the new civilization. As the cycle repeats, connecting the past, present, and future together. Statt der Politikkarten? Instead of playing as one single civilization across every age, you'll evolve your empire into a new civilization for each new age. One that is suited to take on the historical challenges of that time. Every age is designed to be like a historical sandbox, as a way to really immerse yourself in that time.
Almost everything inside an age is exclusive to that age. That includes things like which technologies and civics you can research, what resources are available to be gained, which independent powers surround you, to even things like gameplay systems. And civilizations also noch all wichtiger, unique to schneller that in den Ages im Wikipedia aber anzuschreiben. Vielleicht ist Ages aber auch an die Rundenzahl gebunden und du kannst gar nicht wegfahren. Ja. So ein bisschen wie das goldene Zeitalter, damit nicht irgendwie die Pferdereiter von Panzern angegriffen werden. Zum Beispiel. Ja. Das ist ja bei Civ gab es ja auch goldene Zeitalter. We can balance around the age itself. Da gab es das ja schon quasi. This means we can give every Civ bonuses, units and buildings that are always relevant and powerful. Having exclusive civs per age is also great for historical immersion. Every age feels like an epic showdown of some of the great powers of that time. We'll have three ages for you to play. The Antiquity Age, when agricultural societies began to cluster into urban centers, forming the foundations of the first civilizations. Zeitalter, von die du jetzt auch schon hast. The Exploration Age. Ja, es gibt halt nur drei, ne? Ich glaube, es ist schon krasser als nur Zeitalter. Nur drei? Ja, die gerade gesagt. Exploration Age ist ja schon, weiß ich, 18. Oh ja. And the Modern Age. Na genau, dann könnte aber auch sein, dass das so ein spielentscheidendes Ding ist, dass es für alle gleichzeitig passiert. Ja, das glaube ich nämlich. Und du kannst dann halt nicht mit einem Kampfpanzer gegen Gefährte kämpfen. Ist so eine Theorie. Aber dann hat die Atombombe doch gerade auf das Billig-Ding geschossen. Das glaube ich eher weniger, oder? In past games, Civs and leaders were always tied together and came as a package deal of agendas, abilities, units and more. Nee, Chat, wir können nicht pausieren. Es ist live. Ages, we're excited to introduce a new innovation for leaders. For the first time in franchise history, leaders are now selected independently from civilizations. Ah. You can now mix and match unique parts of different civs and leaders. Da muss ja, wenn du deine Civ immer wechselst und dein Leader immer gleich bleibt. Von Anfang an schon finde ich das krass, dass du wechselst, ist ja okay. Civ's spirit of experimentation. For players who want to stick to more historical pairings, man kann das sein, dass die einfach gar keine Führer mehr haben, keine Bekannten. To expand who we consider steht immer nur Ägypten oder Mauria oder traditional heads of state, such as Rome. Ja, kann sein. Steht nirgendwo irgendwie Kleopatra. Have new leaders in areas such as philosophy, religion, die kenne ich alle nicht. Ist das? Benjamin Franklin war das. Ja, das ist safe, Benjamin Franklin. Stay the same across ages, helps bring a sense of who you're playing against in Civilization 7. It also gives you the opportunity to keep the theme of evolution going. As your empire evolves from one age to the next, it's important that your leader grows as well. Ah, okay. All leaders now have attributes that can further specialize your skills. These attributes can be gained in a variety of ways, from completing narrative events, to rewards for researching certain technologies and civics. Overall, leaders are getting a huge upgrade. They're more powerful, more varied, and more strategically interesting than ever. We cannot wait for you to discover your new favorite leader in Civilization 7. Das ist ja geil. When one age ends and you begin an age transition, it is an incredibly exciting moment. You'll select a new civilization to represent your empire in the new age. You'll choose parts of your past civ to carry forward into the new one. And the game map literally expands, filled with new independent powers to befriend, new resources to acquire, and new discoveries to be made. Das habe ich nicht verstanden. During an age jedes Mal, wenn ein neuer Age kommt, verändert sich die Welt und es wird sogar größer, wurde gerade gesagt, und du hast dann neue, andere Zivilisationen, also auch Sachen, die es vorher nicht gab. Every Civ plays differently. Across your game, you might want to stay as true to history as possible, only selecting civs that have historical ties to each other. Or you might switch to civs that fit your strategic needs. There are so many possible paths to explore, so many different choices you can make. The potential for strategy in Civilization 7 is nearly endless. Vielleicht gar nicht schlecht. Something we hear often from players is about how when you play a game of Civ, ich glaube nicht, dass das deren Studio ist.
Ich glaube auch. Video games more than any other medium have this ability to completely immerse you in another universe. Morgens. Whether it's through art, music, cinematic moments or language, our goal is to bring your Civ world to life. Getting the look and feel for Civilization 7 right is critical. Ich weiß nicht, ob das Humankind wirklich ist, aber diese eine Funktion mit drin haben. Ich war auch kein Humankind-Freund, aber ich denke, dass das Civ besser hinkriegt als Humankind. Auch wenn es halt da vielleicht sich inspiriert haben lassen. Was something that I always found intriguing. Technology changes every time we put one of these games out, and each time we put one out, we can do more. And we're at a spot in the industry now where we've just got a lot of tools and a lot of power under our belts to represent the entire world of Civilization. We're hoping that the players can look into this game, see the diametric detail on this, and tell their own stories that they've never told before. Everything is going to fit together in such a different way than it has in the past from Civilization, and I think it's going to give you a much more realistic version of the simulation that you're trying to create. Grundlegende Sachen auch ändern, damit es ein neues Spiel wird, nicht einfach nur das gleiche updated. That, trying to open up some more spaces and everything. And we adjusted the tone from six a bit, and I think it's what our fans are looking for, and I think it's going to be a lot of fun for them. It's something that nobody else is doing and geil nobody aus. But Firaxis can do. Das soll die Switch hinkriegen. Da bin ich gespannt. Vielleicht kannst du das dann mit so Karten. I think players will love how combat looks. We greatly expanded the variety of units in Civ 7. Units now constantly engage one another. You'll see and hear the clashing of swords. Das war Sachen, die du Multiplayer alle ausmachst, oder? Ja, wieso ist das gleichzeitig überhaupt? Das verstehe ich gar nicht. Warum kämpfen da Leute, sind die einfach so animiert wieder? Das kannst du auch einstellen. Oder vielleicht ist das dauerhaft und Schaden wird erst gemacht, wenn genau, Schaden wird nach der Runde erst gepflegt. Also vielleicht ist das so eine Animation, die ganze Zeit ist, wenn du dann kämpfst. Ja. Firaxis takes its representation of different cultures in Civ 7 very seriously. Language is a critical part of civilization. It's how people tell their story. This is important because we are trying to teach through this game, and it's important to our players. They want to see their cultures represented correctly. In many cases, some players have never seen their cultures represented anywhere else. It brings great pride and joy to be able to see themselves included in the history of the world. Der Schott Music Deutschland also plays mit, an important role in bringing out the spirit and essence of each Civ. Every Civ has its own theme. And we're excited to share the Chris Kent. Besser das, als wenn ihr da mit einem schwarzen Mantel und so alle bekleidet. Ah, das sind die andere Kulturen, die da ausgucken. Die militärische. Die andere ist eher die Kulturkultur. Geil, wieder gute Musik, das ist wichtig. Today represents just an initial look at what's to come in Civilization 7. We have so much more to share. From gameplay deep dives to first looks at new leaders and civilizations. To what you can expect from Civ 7 post-launch. Da wird man dann noch viel mehr Sid Meier's Civilization 7 releases on February 11th, 2025 and is available to pre-order today. Players who pre-order Civilization 7 will receive the Thomas Hunter Show in the pack. If you haven't already, be sure to create a 2K account and sign up for our Civ newsletter to receive the latest updates. That's Napoleon. Ich glaube auch, dass das Napoleon ist. Persona for Napoleon in Civilization 7. And as a special thank you, if you use that same 2K account to play Civ 6, you'll automatically unlock Napoleon's revolutionary persona. Boah, geil, Alter, seine andere Klamotte, Junge. Civilization.com for full details and be sure to follow Civ for all the latest. We hope you enjoyed this first look at Civilization 7. The entire team at Firaxis has been working very hard to make sure we deliver a game that gives you more reasons to take just one more turn. As we welcome Civ 7 into the Civ family, I think back to the legacy of Civilization. The 30 years of development, refinement, iteration, exploration of the millions of players that have contributed, of the billions of hours that have been played. I'm so proud to be here for this moment, welcoming Civ 7 into the family.
February 11th, 2025 isn't too far away. We're excited to be taking this journey with you. Zwischen den Büchern programmieren die Freude. Einfach in irgendeiner Dark Souls Level haben die wird gefilmt. Haben viel gezeigt. Geil. Ja, und jetzt noch ist das Trailer. Lass dir doch nochmal genau. Also die Aber wenn jeder alles kann und du immer alles wechseln kannst, wie balancest du denn sowas? Aber du kannst ja nicht immer alles wechseln. Es gibt, du kannst ja nur zweimal im Game wechseln. Ja, okay, aber das ist schon zweimal mehr als jetzt. Ja, ja, aber schon krass. Umso, und die Frage ist, ob du umso, zweimal zwischen allem wechseln kannst. Aber umso mehr du, genau, umso mehr du doch da abwechslungsreiche Builds hast, umso besser kann man doch Sachen ja auch countern. Du verlierst ja auch einen Vorteil, wenn du von einem, weiß ich nicht, Kultur-Dude auf einen Kriegs-Dude wechselst, verlierst du ja auch was. Ja, das wird aber, das wird tatsächlich nicht leicht, kann ich mir auch gut vorstellen. Das wäre aber interessant. Also, da die alten Spiele so gut sind, kriegen die von mir erstmal Benefit of the Doubt wirklich. Dass sie beim Balancing da jetzt nicht reinscheißen werden. Ich meine, ja, ist halt auch. Also für viele ist es ja auch primär ein Singleplayer-Game. Ja, da ist für Balancing. Mich zum Beispiel, ja, da ist Balancing jetzt heißt, auch. Ich nehme mir den stärksten und mache alles weg. So relevant. Wäre voll blöd, wenn das richtig ausgebalanced ist, dann muss ich ja noch gegen starke Gegner spielen. Na. Das wäre ja richtig schlimm. Das sieht ganz geil aus. Ja. Aber für die Switch finde ich immer noch wild. Ja, wir spielen das nicht auf der Switch, keine Sorge. Ja, also finde ich eigentlich ganz geil, dann kann ich das auch auf der Switch spielen. Endlich mal ein Spiel, was ich da spielen kann. Ich weiß nicht, ob ich mir das, also ob ich das machen würde. Stay Civilized hier an dieser Stelle, vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dieser Tipp mal. Also du kannst Civ 6 auch auf der Switch spielen, Sepp. Ja, genau. Civ 6 geht auch? Ja. Eins zu eins das Spiel, nur nicht optisch ganz so krass wie am PC natürlich. Ja, ist halt runtergeschraubt. Ja. Es geht ja hauptsächlich sowieso um die Mechanik. Also wenn ich Civ spiele, dann zoome ich nie rein, um mir die geilen Grafiken von den Gebäuden anzugucken, ne? Also. Ja, also das war dann jetzt nochmal das Panel zu Civilization 7. Wir werden das morgen, so die Deutsche Bahn will, auch Dennis und ich, auf der Gamescom anspielen können. Das will ich ja nicht. Ja, sonst erklären wir euch, dass, wie das geht. Ich würde so ausrasten, ne? Ich kann ja mit dem Handy ein Video machen, wie ich das spiele und dir das zeigen. Und dann werden wir im Podcast darüber sprechen. Ihr selber könnt euch auch ein bisschen was zu Civ 7 angucken. Entweder wenn ihr dem Link unter dem Stream folgt, über dem Panel oder hier im Chat. Oder ihr geht auch auf die Gamescom. In Halle 6 gibt es den 2K-Stand und da gibt es auch geile Sachen. Nein, ich will jetzt hier nicht. Was ist das denn hier? Nein, wir gucken uns jetzt hier nicht den Recap mit Simon, Eddie, Colin und Gregor an. Das ist bei mir gerade einfach automatisch dahin gesprungen. Also. Was war mir vorhin, dass du gesprungen sind? So interessant. Mit One Town to Place. Da war ein so ein Ding, Choose Legacies, und da konntest du vier Sachen picken. Ist das so ein bisschen wie Goldenes Zeitalter? Ich weiß es nicht. Wir werden das ja morgen spielen. Dann werden wir es rausfinden, denke ich mir. Gain one city. Ich denke auch. Also wir schicken euch jetzt rüber zur guten alten GameStar. Da wird nämlich gerade, wenn ich das richtig sehe, mit Maurice Weber über Civilization 7 geredet. Und der hat dann vielleicht auch nochmal Insights. Vielleicht aber auch nicht. Also Maurice machen wir dann wieder fertig in Civ 7, ist klar. Vorher dann wahrscheinlich auch nochmal in Civ 6. Aber ja, mal gucken, wie es wird. Ich bin sehr hyped. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Man kann sich Priest